Pünktlich. Brokkoli. Ja, das ist ein tolles Lied. Okay. Der Titel ist nicht so überzeugend, aber es ist gut. Ja, weiß ich nicht. Hat mich noch nicht überzeugt. Fuck? Gut, okay, ich starte. Wann warst du gestern zurück? Daheim, also am PC gestern. Vielleicht 15 Uhr. 15. Ja. Ja, da war ich schon längst weg. Ist ja gemeint, irgendwie 14 Uhr, oder? Ich war um 11 weg. Um 11 sogar schon. Ja. Da waren wir noch mitten am Essen. Ja. Ich war erst, keine Ahnung, 22 Uhr oder so zurück. Ja. Dafür konnte ich gestern viel lesen. Hast du jetzt Ich schon habe auf der Seite Auto. 106? Nein, ich habe auf der Autofahrt hin und zurück gelesen. Bin jetzt bei Seite 66. Aber ich hatte ja am Samstag kann ich gelesen. Und da war ich noch bei 46. Aber könnte trotzdem knapp werden bis Sonntag oder bis Samstag. Ich weiß nicht, wann wir. Wahrscheinlich Sonntag, oder? Ich weiß es noch nicht. Ich gehe von aus. Müssen wir die Woche noch mal drüber reden. Bist du wohl schon bei Seite 106? Ja, 104 ist das, glaube ich. Keine Ahnung. Ich gucke halt nicht auf die Seitenzahlen. Achso, du liest halt einfach. Ja. Ach so. Kommst du? War noch auf Twitch am Suchen nach dir. Aha. Weil du wirst mir irgendwie gerade nicht angezeigt. Bist du schon online? Ich bin ein Geist. Ah. Na, ich glaube nicht, dass du mehr als 18 Zuschauer hast. Viel mehr. So Ah. viel mehr. Das Kaum glaubst du gar suche. nicht. Kaum suche ich nach deinem Namen, tauchst du plötzlich unter Live auf. Mit null. Alter. Ich glaube, du hast eine so große Zahl. Das zeigt es gar nicht an, wie viele Zuschauer du hast. Ja, das ist halt auch überfordernd, so eine Menge. Ja, was ist denn hier für ein Wasserfall? Was brauchst du denn? Brauchst du den? Ja, weißt du, ich habe heute mal nachgeguckt, spaßeshalber, was Shenhurt denn eigentlich braucht als Upgrade-Material. Sag jetzt nicht die Vögel da unten. Ganz genau. Alter, wer hat sich das denn ausgedacht? Flossen von, weiß ich nicht, wie sie heißen. Irgendwelche Flossen und die gibt's genau hier. Deswegen dürfen wir jetzt Wollte schon mal ganz farmen für oft Schänder. diese Teile hier machen. Ist das nicht ein Weekly Boss? Nein. Nein? Okay. Nigemitsu.
Wir müssen eventuell auch den Scheiß zerstören. Ja. Alter! Hey, wie willst du das dodgen? Du kannst es nicht dodgen, du musst aus dem Bereich raus, wo der das macht. Der macht das in einem gewissen Bereich. Gehen die auf den Sack. Ah. Hast du den Schütze endlich mal runtergeholt? Ja, ich mache halt mit Ganon nicht viel Damage an dem Stein. Ja, das weiß ich. Wir müssen die auch gleichzeitig töten, ne? Ja. Deswegen schieße ich erstmal mit ein bisschen auf den anderen. Okay. Ja, das Boah, was machen wir jetzt? Gut. Ja, die sind Laser. Ja, der fällt gleich um. Ja, okay. Perfekt. Nice. Sonst waren ziemlich zeitgleich. Ja. So muss das. 200 HP so, habe ich noch. Easy. Ich läuft ja, hier, Flaschenflosse von Drachenvogeln. Die brauche ich. Warum braucht ein Giwe-Charakter was aus Inazuma? Das ist Enkanomia. Quasi Inazuma. Weil es unter Sango, hier unter Sangos Insel ist. Ja, aber trotzdem. Kann doch sein. Aber sonst war es doch immer aus der Region, wo es auch, Guck dir Yao-Yao an. Ranke der Auslöschung. Yao-Yao. Jeder Charakter braucht Ranke der Auslöschung. Ist ein Sumero-Boss. Yao-Yao ist ein Yue-Charakter? Yao-Yao? Ja. Die ist eine, die aufgezogen wird von den Adepten. Die Adepten gibt's ja wohl nur in Liyue. Die ist sowas wie Ganyu. Wobei nicht halb Adept, sondern einfach nur von denen aufgezogen. Bei Magandio schon toll. Läuft. Läuft. Ja, nein, Daddy, ich musste alleine machen. Ja. Leider. Das muss echt mal Multiplayer zugänglicher sein. Ich hab's nicht mehr geschafft, übrigens, die. Den Passlöwer für möglich zu machen. Hatte da, keine Lust. Ich hab zwar noch das Harz ausgegeben. Gestern. Und noch schnell das Event gemacht, wo ich nur noch 10 Stunden für Zeit hatte. Leichteste Lichtverfolgung ever. Aber hat nicht gereicht. Ja. Passiert. Ist ja nicht schlimm. Hast du dir doch eh nicht geholt. Dann ist doch egal. Richtig. Ich hab, auch deswegen habe ich mich nicht so sehr bemüht, weil ich mir gesagt habe, muss ja eh nicht. Aber das Event hat sich noch gelohnt, mitzunehmen. Der Käfer. Das war voll cool, der Käferkampf. Es gab 80 Urgestein pro Kampf. Ja. War voll gut. Ich habe nur den letzten Questabschnitt nicht machen können. Nach den Kämpfen. Weil das war dann wieder ein Wart bis zum nächsten Tag. Da war dann meine Zeit um. Hab alles gemacht. In den letzten 10 Stunden des Events. Und dann habe ich gestern noch eine Serie angefangen zu schauen und einen Film, weil nichts los war. Tomo-chan as a girl. Das auf jeden Fall nicht. Das habe ich jetzt aber angefangen zu gucken. Und? Ist cool. Glaube ich. Das ist cool, das ist lustig. Hm. Ich habe schon viel von gehört.
Okay, Dann gucken wir weiter. Dämmerfrucht-Scheiß kann ich nicht abgeben. Was? Dann gucken wir weiter. Was denn? Weißt du ja Haben nicht wir mehr, dann das kann es ja nicht fertig? wichtig sein. Ich überlege gerade, hatten wir das fertig? Ja, ich bin wieder nicht angemeldet. Melde mich kurz mal an. Vielleicht melde ich mich dann auch gleich mal mit dem Genshin-Konto auf meinem Handy an. Apropos Genshin-Konto, es gibt bald Anfang März eine Twitch-Drop-Aktion von Genshin. Da kannst du dich, also du musst halt dein Twitch-Konto mit deinem Genshin Impact-Konto verbinden, ist ja klar, damit du das kriegen kannst. Aber du kannst dich da auch als Streamer anmelden. Und du bekommst dann fürs Zuschauen, ich glaube, maximal 2 Stunden. Kriegst du, also da ist die höchste Belohnung erreicht, irgendwie im 30-Minuten-Takt oder so, gibt es glaube ich 4 Belohnungen, wenn ich mich recht erinnere. Und als Streamer selber bekommst du auch Belohnung, wenn du dich anmeldest und dann in dem Zeitraum bestimmte Zeiten streamst. Hab schon mal gemacht. Dachte ich, cool. Gut. Mache ich. Sag Bescheid, wenn ich zugucken muss. Richtig. Und das passt ganz gut, weil ich habe ja eh ab nächste Woche dann Schule. Das heißt, wenn ich dann 1, 2 Stündchen früher anfangen kann, kann ich die einfach nutzen und Genshin spielen. Ja. Dann habe ich was davon und ihr habt auch was davon, ihr lieben Zuschauer. Gut, ich kann dann die 2 Stunden, die du dann spielst, nicht zugucken. Warum nicht? Ja, bei der Arbeit, oder? Hast du kein Handy? Was Ja. meinst du, was ich den ganzen Tag an der Arbeit mache? Ja. Am Nee, Handy okay, auch nicht. nicht Genshin gucken. Heute habe ich Shenhe gemalt. Was? Gemalt, ja. Okay. So oldschool mit Bleistift auf Papier. Aber ich bin nicht Ich fertig habe heute geworden. meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und ich bin nicht zufrieden damit. Also wird es niemand sehen. Cool. Das heißt, du bist jetzt kein Auszubildender mehr offiziell mehr. Ja. So, was machen wir jetzt? Ich kann das hier nicht abgeben übrigens. Deswegen sind wir schon fertig. Ja, Können ist jetzt okay. noch was machen. Ja, du willst, ist mir egal. Lass mich kurz gucken, was für Sphären heute da sind. Schilde Da kein und Pass dann. Säulen brauche ich beide nicht. Ich Das wende es ja brauche auch ich auch vorbei. beides nicht. Korallen brauche ich auch nicht. Ich glaube, ich muss erst Mittwoch was sammeln. Und Das das sind nächste, was diese wir gucken komischen müssten, Onis. wäre Domestic Girlfriend. Was? Aber du musst mal Ja. Shikimori gucken. Das war Schick, cool. schick, was? Shikimori. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Anime hieß. Irgendwas mit Shikimori. Shikimori ist not just a cutie oder sowas, hieß der, glaube ich. Ah, not just a cutie, den kenne ich. Das war voll Ja, cool. Shikimori ist not just a cutie. Das war einfach. Der ist ziemlich neu. Das war so putzig, so süß einfach. Da kriegst du Ja. Karies und Das ist Diabetes gleichzeitig. echt. Das war echt süß. Also, ich habe den noch nicht geguckt. Aber ich kenne den auch. Habe ich Brauchst du das nicht noch sogar irgendwo Venut-Dinger aufgeschrieben? von deinem Kollegen? Hier, Venut. Was hat denn hier L helfen? Sag mal her, wo bist denn du? Hast du schon 46? Das muss noch mal mittlerweile 46 gewesen sein, weil ich habe jetzt schon 44. Dann müssen wir vielleicht noch einmal. Ich hab genau 46 gerade. Oh, oh, haben wir Also können wir abgezählt. auf, Ja, können wir easy. aufhören. Easy, abgezählt. Dann würde ich sagen. Aber weil ich es gerade sehe, Not Just a Cutie habe ich gar nicht auf meiner Liste. Aber ich kenne den. Packe ich direkt mal auf meine Liste. Dann machen wir, komm, machen wir hier die Herde nochmal. Ja, ich hatte den vor einer Weile mal geguckt. Ja, ich kenne den, aber ich hatte den noch nicht geguckt. Ich kenne viele, aber viele noch nicht geguckt. Weil ich gucke Sehr zu gerade ja empfehlen. Motherland for Salem zu Ende. Da ist das jetzt auf Disney, da die letzte Staffel gibt. Und das nimmt halt auch, also es braucht halt auch schon so viel Zeit, weil eine Folge dauert halt wieder eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und dann habe ich gestern noch Wakanda Forever geguckt. Das waren halt auch nochmal 2,5 Stunden Film. Ja. Wenn du halt sowas dann guckst, dann kannst du halt schlecht.
Hast halt viel weniger Zeit, um nochmal ein Anime zu gucken oder so. Ja. Komm, ich mach jetzt so. Breit. Ja, ich fall schon runter. Plot Twist, sie war noch gar nicht wieder da. Das wäre jetzt ja lustig gewesen. Boah, Raiden macht gar keinen Schaden mehr, wenn sie diesen scheiß Kryo-Effekt hat von Jonghyun. Los geht ab in Pillars. Ich mach die jetzt einfach kaputt alle. Soll er mal zusehen, wie er hier rumklettert. Ja, ja, natürlich geht er da drüben dran an das Einzige, was ich noch nicht hatte. So, du Clown. Jetzt hast du gelegt. Mit Kryoschaden in 100er Regionen. Boah, ich darf die eh nicht machen. Ich ließ eigentlich letzte Woche Freitag dann in Kingdom Symbon. Ich würde sagen, gut. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe mit Dings Genshin gespielt, mit Kixi. Ja, das habe ich gesehen, da war ich ja noch da. War ich kurz da. Ja, schießt euch selber ab, komm. Hä? Ach, die gehen auf dich? Ich dachte gerade, ich leite jetzt die Strahl so um, dass sie sich selbst abschießen, aber... Aber natürlich nicht. Aua, so langsam tun sie weh. Ja, ich halte dich gleich über den einen ein bisschen. Hallo? Du hättest doch einfach mal deine Blase setzen können. Ich stand doch neben dir. Ja, aber ich wollte eh mit Sango ulten, weil dadurch mache ich auch Damage. Warum verliere ich immer mehr Ult-Ladung? Wegen dem Elektro-Typen. Was soll das? Ach du Spargelmann, ich bin direkt ganz tief drin. Ich kann da nicht rauslaufen jetzt. Lass den Scheiß, du. Ja, wenn man zu tief drin ist, kommt man nicht mehr raus. Jetzt springen die auf die andere Seite. Ich hatte doch einen Floh gebissen. Was denn jetzt schon wieder? Sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Ja, weil der eine tot ist. Oh, Schwimmen verboten. Schwimmen verboten. Wahrscheinlich, weil sie gleichzeitig gestorben Gott, sind. Gott, das kannst du ja echt nur mit einem Bogenschütze machen, sonst bist du ja nur am Hinterherrennen. Ich nehme keine zwei Hände mehr mit, das ist mir zu blöd. Was ich eigentlich mit der Frage erreichen wollte, ist, ob man abschätzen kann, wie oft ihr doch das streamt. Kingdoms Reborn? Also ich bin schon im letzten Zeitalter. Und ich müsste mir jetzt was überlegen, wie ich an Öl komme, damit ich Strom produzieren kann. Und ich sag mal, wenn ich das erreicht habe, Beton habe ich jetzt schon angefangen zu bauen, dann habe ich eigentlich schon fast alles fertig. Dann ist nicht mehr viel, ja, weil, was ich tun kann. Ich weil weiß die nicht, Überlegung war ja... Genau, ich weiß jetzt nicht, wie Niklas seine Tendenzen da sind. Wie lange er dann noch Bock hat. Weil ich sag mal, Öl zu bekommen ist ganz schön schwer. Dafür müsste ich irgendwie diese Minor Cities loswerden und ich habe keine Ahnung, wie wir die loswerden. Ich. Nur nicht alles in dem Spiel vorhanden. Man könnte aber auch sagen, vielleicht lässt man Barotrauma auf dem Weekend und macht Stellaris dann stattdessen rein. Dann hättet ihr theoretisch noch bis 14. Zeit. Hm. Das kann man auch überlegen. 14. ist nämlich ein Dienstag. Das würde gut passen, dass man dann gleich am 15. am Mittwoch. Habt ihr halt noch zweimal. Aber ob man das. Ist halt, zweimal ist halt nicht viel. Ja. Aber müsst ihr halt. Mal gucken, wenn es soweit ist. Reden wir nochmal drüber. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Ich wollte mich auf dem Handy anmelden mit Genshin. Ich überlege gerade, was können wir denn mal sammeln? Lass einfach Windanias Gipfel sammeln. Okay. Thank you.
Krieg ich mal da den besten Damage raus? Vielleicht soll ich bei. Heißt, hä, warum muss ich nochmal? Hä? Ich muss mich nochmal einladen. Ich habe angenommen und da hat er wieder nur bis Winter in das Gipfel geladen. Jetzt stehe ich hier vor der Tür und bin nicht drin. Ich muss eben mal kurz die Truppe wechseln. So. Ich wollte kurz hier anzünden. Ja, ich habe mal auf den Tisch gehauen. So. My Hoyo hat sich doch eigentlich umgenannt in Hoyo Börse, oder? Nein, My Hoyo ist die Firma und Hoyo Verse ist der hier Fantasy-Universum. Das ist das Fantasy-Universum. Das ist das gesamte Franchise sozusagen. Mit Honkai Impact und Genshin Impact und was die immer da haben. Honkai. So, lass mich das mal kurz eintippen, ob das funktioniert. Komm, Juste! Na, lass mal starten. Oh, ich muss irgendein Puzzleteil einmalen. Falsche Position? Andala. Boah, flippt der aus, ey. Krieg dich doch mal ein, du Trollo. Oh, 26.000. Ist eigentlich wenig mit der Ult dafür, dass ich manchmal mehr mit einer E mache. Also dafür, dass ich hier 5, 6, 7.000 mit einem Schlag mache, ist das wirklich okay. Also, da geht mehr. Ja. Bestätigungscode. Das habe ich halt mit einer Auto-Attack-Schlagkompo. Klar, den Kelch mit Pyro-Schadensbonus nehme ich gern mit. Ich finde es immer schön, wenn man keinen Bestätigungscode per E-Mail erhält. Oh. Ein was noch und dann bin ich dead. Der Vogel, ey. Sackgang mit dem. Ja, schlag doch noch mehr zu. Ha! Oh, das ist okay. Angriff Elementarkunde, Crit-Schaden und Crit-Chance. Die Feder des Todes. Verteidigung, LP-Verteidigung. Aber es ist halt Wasser.
Geile Substats. Willst du denn so ein Wasser-Damage geben? Wann war denn das letzte Mal ein Damager nur mit Wasser? Waren zum Beispiel nur 8500 für die Ult. Oh, ich glaube, mein Teddy hat aber auch nicht getroffen. Er stand da ein bisschen abseits. Jetzt sagt er aber 3-2, 6-3, 3-7, 3-6. Kelch mit Angriff. Ja. Schade. Brauche ich nicht. Wenn ich jetzt, während ich auf meinem PC mit Genshin spiele, eigentlich. Oh, ich habe nicht rechtzeitig angenommen. Kann ich da eigentlich jetzt auch gleichzeitig auf dem Handy spielen? Funktioniert das? Keine Ahnung, habe ich nie probiert. Warte mal, wie viel? Der braucht 20 GB auf dem Handy. Das ist ein großes Spiel. Ja, das ist eine riesen Map. Richtig. Kann man das offline spielen? Keine Ahnung. Macht eigentlich wenig Sinn, weil dann wird das ja nicht synchronisiert. Ja. Da stand doch gerade gar kein Damage. Ich wollte gerade sagen, ich habe da gerade gar keine rote Zahl gesehen. Was war das? Habe ich gerade überhaupt gar keinen Damage gemacht? Macht doch gar keinen Sinn. Einfach dran vorbeigeultet. Habe ich überhaupt noch so viel Platz auf meinem Handy? 20 Gig? Das ist schon was. Ja. Was sollte eigentlich? Wie viel Platz hast du insgesamt auf dein Handy? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Schon so lange her, dass ich das bekommen habe. Ich glaube, ich 125. Was, wie viel? Und ein paar 100 Gigabyte. Aber ist nicht irgendwo auch Speicher? Ich weiß, es ist sehr viel weniger bei mir. Oh, keine Ahnung, wie viel genau. Ja, 74,8 von 128 GB habe ich. Das meiste sind halt Apps und Dateien, 63 GB. Und das System 15. Ja, mal gucken. Dauert ein bisschen, bis die 20 GB auf dem Handy runtergeladen sind mit dem WLAN. Okay, eine Idee muss ich noch machen. Ja, und dann, was machst du dann auf dem Handy damit? Keine Ahnung, ich wollte mir das mal runterladen, weil ich das mal spielen wollte auf dem Handy. Okay. Vielleicht kann ich es ja, weil heute zum Beispiel hatte ich Clash of Clans und Clash Royale in der Pause gespielt. Aber Clash Royale macht nicht mehr so viel Spaß, deswegen mache ich meistens dann nur noch Clash of Clans und dann bleibt mir halt immer ein bisschen Zeit. Vielleicht kann man da ein bisschen was sammeln. Hm. Also ich finde das Kämpfen auf dem Handy doof. Ja, deswegen kann man vielleicht nur was sammeln. So Blumen sammeln oder so. Mhm. Komm, du hast es doch auch auf dem Handy. Was ja, machst ja. du da immer? Gar nichts. Ich habe das nur auf dem Handy, weil ich damals, als ich bei meiner Mutter war, 2 Wochen oder wie lange das war, wollte ich halt die Dailies einsammeln. Und das hat funktioniert. Ja. Ich meine, immerhin hat man es dann mal auf dem Handy.
Außer es kommt halt so ein Riesen-Patch. Ja, ich müsste das einiges patchen auf dem Handy, wenn ich es jetzt nochmal spielen wollen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mir dann quasi schon mit den anderen Bildern mit runterlade von dem Glaube ich Preload, den nicht. wir den gerade wahrscheinlich Glaube nicht. ich nicht mal. Aber theoretisch müssen sie das ja dann alles überall gleich rausbringen, da du ja sonst out of date bist und das geht ja dann nicht. Kannst ja dann auf dem einen Account so lange nicht spielen, bis das Update da kommt. Deswegen müsste das also überall zur gleichen Zeit rauskommen, das Update. So. Theoretisch, ja. Zieh ich nochmal auf Oma. Nee. Hebst dir auf. Zieh dich ja. Weiß nicht, vielleicht sehe ich auch Eier, ja. So, was war das, der Tier, was wir gemacht haben? Herausforderer 5. Schlage eine kletternde Tiefseedrachenechse nieder. Ich Harte jetzt. Landung. Echt? Und besiege die Tiefseedrachenechsenherde, ohne sie ins Wasser tauchen zu lassen. Genau. Und die tauchen nur ins Wasser, wenn einer tot ist und der andere noch lebt. Dachte ich Weiche zumindest. in der Herausforderung, um von Magatsu Mitake nach Okami no Mikoto allen Wellen der Zerstörung aus, die der unheilvolle Vajra innerhalb von einer Runde auslöst. Was? Was zur Hölle? Wie jetzt? Was? Ich habe jetzt gar nichts verstanden, was du gelabert hast. Lass dich von der Verkörperung des Unzerstörbar? Donners anvisieren, bevor du sie angreifst. Funkstille. Das ist doch easy machbar. Hindere Ist die nichts. Hydrohypostase durch Einsetzen der Hindernisse, wegschleudern und so weiter daran, sich wiederzubeleben, ohne die Wassertropfen zu zerstören. Das ist eine Herausforderung. Ja, genauso wie Erhalte unzerstörbar. innerhalb einer Herausforderung der Hydrohypostase mindestens drei Heilungskugeln, die von dem Wassertropfen abgeschossen werden. Ja, okay, dann musst du die halt mal am Leben lassen und einsammeln. Ja, das hatte ich schon. Aber Bei Magatsu Herausforderer Mitake nach Okami 6. no Mikoto, ist das der Makukengi? Ja. Bei Herausforderer 6 fehlen mir auch noch zwei. Besiege 6 Pilzpestchen, die die gefiederte Pilzpeste unter Zustand in Flammen erzeugt hat. Oder Widerstand ist zwecklos. Besiege den Omendrachen mit erhöhtem Widerstand gegen mindestens zwei Elemente. Und darfst du ihn, glaube ich, nicht vom Himmel holen. Warum hast du da eine Sprechblase über dir? Ja, Ja, Pharosan, du denk darfst den, nach. du darfst den, du darfst den doch nicht. Ah. Genau das wollte ich jetzt wissen. Der fiese Blick da darüber. Ah. Was sind die? Ist das eine Bibliothekarin? Pharosan, keine Ahnung, was die ist, aber ich glaube, die kriegt ein Einladungsereignis nächsten Patch. Wenn ich das richtig Echt? gesehen habe. Was sagen ihre Daten? Harawatat-Institut. Ist eine Gelehrte. Ist auch wie helfen, der ist, glaube ich, im Alte Gelehrten, oder? Schriften und Vorrichtungen aller Arten. Ja, Al-Haytham ist ja der temporäre Weise. Temporäre Weise. Sumero Hinabwählen. Akademie. Ist voll frech, Candace braucht auch Hinabwählen. Und Pharuzan auch. Und ich habe keine von denen. Wo ist Candace? Blaue Auge? Ach so, ganz Enderbeeren. vorne. Ich glaube, die braucht bei mir keiner. Ja, Ach, gibt die Pharuzan und Plätzchen. Candace sind die einzigen zwei, die ich bisher kenne, die brauchen. Enderbeeren. Warum habe ich da nur 16 Stück von? Ich Ja. dachte, ich habe da so viele von, weil ich die immer einsammle. Was war denn das andere, was ich dann hier überall immer mitnehme? Datteln. Datteln. Bestimmt Datteln. Ja, die tun für sich. Ach so, Saiton Und die Peaches. Hara-Früchte. Ja, das braucht aber auch kein Mensch. Und Ne, die die gibt's Datteln halt auch nicht. in Und die Unmengen. Sumero-Rosen. Genau, das ist Das der ist Müll, so. den keiner braucht. Das ist der Müll, den jeder mitnimmt. Junge, ich habe 1200 Tomaten. Woher? Hast du denn so viele Tomaten her? Keine Ahnung. Ich habe 2300 Goldfischkraut. Hä? Habe ich denn 2300 Goldfischkraut?
Manchmal schon weird. Ich habe auch 1200 Pfeffer. Nur 1000 Zwiebeln. Schon geil. Das braucht die Welt. Ja. Ich habe auch 20 Lebensenergie saugende Drachenzähne. In der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann mal diesen Speer da fertig mache, wo auch immer der gerade rumlurcht. Wir hatten den. Ach, da hier, den Drachengradspeer. Oh. Hast du immer noch Probleme mit deiner Tastatur, weil ich das gerade im Titel lese? Ja, natürlich. Die neue kommt erst morgen. Ja. Ich habe es nämlich auch von Tim gehört, dass dir da ein kleines Fauxpas passiert ist. Ja. Ich finde es auch lustig, ich habe locker über meine alte Tastatur viermal Energy drüber gekippt, da ist nichts passiert. Und ich weiß, wie du einmal das machst und dann funktionieren Tasten nicht. Ja. Voll Wie Fiete schaffst du denn gleich. das? Keine Ahnung. Wie hast du das drüber gekippt? Das war nicht mal viel. Das Problem ist, das ist halt direkt reingelaufen. Und wenn das dann in diese Kontaktmatte läuft, dann ist sie halt disabled. Bei mir ist es auch reingelaufen. Da klebt alles drinnen in der alten Ja. Tastatur. Was meinst du, warum ich mir eine neue geholt habe? Ja. Und es hat trotzdem noch jede Taste funktioniert. Nee, nicht mehr. Das Das ist ist vorbei. irgendwie. Ja, da. Ich weiß nicht. Da hast du schon ziemlich viel Glück gehabt. Und was hast du dir Ja. jetzt für eine geholt? Eine von Logitech. Zufällig die gleiche, die ich habe? Keine Ahnung, was Oder du für Tim? eine hast. Nee, Die Tim hat gleiche wie eine von Tim. Nikon. Den seinen Die habe ich gleiche wie nicht. Tim vorher hatte. Weiß ich nicht, was Tim für eine vorher hatte. Ich weiß nicht, wie die heißt. Warte kurz. Ich kann es dir gleich sagen. Öffne das Programm Kannst du mal sicher die auch mal. Kategorie ändern? Ich habe Ja kein I klar, mehr, was? da kann ich schwer Pillars Hast du? schreiben. Kein Problem. Du hast einen Genshin Impact dann gefunden. Ich habe bis zum I geschrieben. Gensch. Finde es auch schön, dass ich nur PIL eingeben muss und direkt Pillars of Eternity finde. Ja, aber nur P ist ein bisschen zu wenig für Pillars of Eternity. Ich komme ja nur bis zum I. G213. Ich habe die G213. Die Logitech G213. Ja. Okay, nur mal so aus Neugier, wie zufrieden bist du mit der? Sehr zufrieden. Wie fühlt die sich so an? Ja, gut. Wie sind so die Tastenanschläge? Spürt man Gibt's die auch keine Pro. MacDome-Switches? Was? Was? Was für Switches? Was für ein Wort Die hast du da gerade Tasten. gesagt? Die Tasten-Switches heißen MacDomes. MacDomes? Okay. Weiß nicht. Also es fühlt sich jetzt nicht viel anders an. Wie beschreibt man das? Wie sich die Tasten anfühlen. Weiß ich nicht, aber das ist genau Also wenn ich die mein ich Headset bestellt habe. nicht. Aber wenn mein Headset. Das Ding. Achso, das ist genau die? Ja, Ja. die Die. Also G213. die ist gut. Das Einzige, was ich bemeckern kann, ist, ich habe Plus- und Minusknöpfe oben. Der Minusknopf geht leicht. Den Plus muss ich ziemlich tief reindrücken, damit er funktioniert. Also da höre ich schon leicht knacken, weil ich vielleicht ein bisschen zu tief von dem Kunststoff aneinander reibt. Und das irgendwie hängen bleibt oder so. Aber das scheint ein bisschen schief gemacht zu sein da drin. Aber sonst funktioniert eigentlich Aber alles perfekt. das ist doch so eine Mediataste, oder? Genau, das ist die Mediataste rechts oben. Aber Ist okay, das sonst, benutze ich nicht. ich hab bis jetzt noch keine Probleme. Ich meine, Tim hat zwar gesagt, als er die hatte, haben bei ihm nach 2 Monaten F-Taste und so nicht funktioniert oder so. Aber ich habe die jetzt auch schon mittlerweile fast 5 Monate und ich habe noch kein Problem mit irgendeiner Taste gehabt. Das Ding ist voll teuer. Da erwarte ich, dass wenigstens die Tasten 3 Jahre lang gehen. Wie teuer war's denn? 50 Euro. 50. Ja, gut. Für eine Tastatur ist das halt momentan so ziemlich Standardpreis, würde ich eigentlich sagen. Ja. 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 Finde ich trotzdem teuer, wenn man kein Geld hat. Ja, klar, keine Frage, aber.
Apropos kein Geld haben. Ich krieg kein Geld. Was? Ich habe heute die Meldung bekommen, die Lohnauszahlung verschiebt sich um bis zu 2 Wochen wahrscheinlich. Warum? Wollen die dir kein Geld geben? Ja, nee, das hat mit Wollen nichts zu tun. Da gibt es wohl ein paar versicherungstechnische Probleme. Mhm. Noch Auswirkungen des Security-Incidents, den wir hatten im August. Ach, bei dir jetzt in der Ausbildung? Bei mir, okay. An der Firma. Okay, ich dachte jetzt vom Müller. Nee, das habe ich zum Glück bekommen. Sonst hätte ich Probleme mit der Miete. Aber das habe ich zum Glück und noch nicht ausgegeben. Zum Glück. Glück gehabt. Das heißt aber auch. Probleme mit der Miete. Uff, das heißt aber auch. Das heißt aber auch keine Grafikkarte erstmal. Ja, klar. Wenn sich da die Zahlungen verzögern. Nervig. Ja, ich krieg dann mal ein bisschen mehr Geld im März. Ja, schön. Da freue ich mich auch noch drauf, wenn ich dann mal in 3 Jahren soweit bin. Bin ich mal gespannt, ja. Aber da kriegst du dann viel mehr als ich. Sollte. Ja. Vielleicht. Keine Ahnung. Bestimmt. Halt. Ah, nicht schneller machen. Ich glaub nicht, dass du weniger kriegst. Na, kommt drauf an, wenn ich in der Firma bleib, vielleicht. Aber das ist zumindest nicht das Ziel. Ich wette mit dir nicht. Nee. Ich werde da wahrscheinlich nach der Ausbildung eh nicht lange bleiben. Ja, aber ein bisschen solltest du schon. So, was soll ich jetzt noch sagen? Ja. Ich gehe jetzt erstmal in den Dürfurt-Flusskreuzung auf. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir hatten nämlich das Dorf abgeschlossen. Mhm. Ja, weil ich wäre wahrscheinlich jetzt März noch abwarten und dann April mit dem Aprilgehalt dann und dem Märzgehalt zusammen vielleicht beim PC mal wieder ein bisschen so gut aufrüsten. So ist zumindest der Plan. Festgelegt ist aber noch nichts. Okay. Ja, vielleicht werde ich mir dann nämlich auch mal hier die ganzen HDDs, die ich momentan noch habe, austauschen zu SSDs. Das ist dann nur noch SSDs. Ja. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Dass ich mir dann irgendwie 3 oder 4 große SSDs hole. Dass ich dann da verschiedene Laufwerke, wo 2 Terabyte oder so ein SSD drauf sind. Dann kann man das schön besser unterteilen oder so. Weil momentan ist wirklich so von wegen, auf SSD tue ich wirklich nur das, was es unbedingt braucht, weil da wird der Platz langsam knapp. Ne? Ja, deswegen. Ist richtig. Hey! Nee, also Party Peoples ist hier aber nicht angesagt. Wir haben Montag und es ist abends, ja. Der Sandmann ist schon vorbei. Wir kommen jetzt hier langsam mal runter, damit wir dann auch bald ins Bett können. Natürlich Party Peoples. Nee. Aber doch nicht mehr in dem Alter. So. Käfer. Entschuldigung. Ey, aber morgens, wo ich da war, war keiner weiter da. Ach so, und wann warst du da? Eigentlich bin ich nicht online gegangen. Ich bin eigentlich nur ins Bett. Ich habe eigentlich nur Fernsehen geguckt. Ach so. Aber du wolltest nämlich nicht um 8 Uhr online kommen. Ja, richtig. Um die Uhrzeit habe ich auch noch geschlafen. Ja. Wer steht denn freiwillig um solche Uhrzeiten ein? Ach, das steht immer am Wochenende auf. Nee. Ja. Nee, freiwillig nie. Mir ist mir zu früh. Da bin ich nur matsch den Rest des Tages. So wie heute. Einfach matsch. Ach, matsch. Ist wohl zu früh aufgestanden, weil du matsch bist. Ja, leider musste ich arbeiten. Oh, was ein Dreck. Sowas sollte verboten werden. Ja. So, was haben wir denn hier? Ein paar Füße. Wer steht von euch ein? Ich habe mich versprochen. Mann, ich wollte aufstehen sagen, nicht einstehen. Hallo? Hallo?
Oh, nach München. Stimmt, hast du ja gesagt. Außendienstauftrag. Nach München. München. Uff. Was habe ich denn hier für zwei Füße gefunden? Bist du dann da länger als einen Tag in München? Na, wahrscheinlich wird sie schon abends wieder zurückfahren. Zum Feierabend. Weiß man ja Ich weiß nicht. nicht, wie weit ist München von dir aus? Stunde? Oder Von mehr? mir? Ja, von dir aus. Bei Keine dir Ahnung, kann kann ich es ich besser jetzt nicht aus einschätzen, dem weil ich Kopf weiß, wo sagen. du wohnst. Bei ihr Kann weiß ich ich ja jetzt eh nicht, wo sie nicht wohnt. aus dem Kopf sagen. Okay. Müsste ich nachgucken. Du scheinst in der Ruine eines Schreins zu Du weißt das. stehen. Sorry. Mir ist gerade eingefallen, ich sollte vielleicht auch ein bisschen das Spiel wieder vorlesen. Ja, aber 2 Stunden Fahrt ist doch auch ätzend hin und zurück. Ach so, schon mit eingerechnet. Ja, okay. Aber trotzdem. Die Frage ist, zählt die... Ach so. Der Satz ging noch weiter. Aber mit Stau, bla bla bla, werden es eher 3 bis 4. Drei Schreib bis doch nicht vier. so abgehackt. Echt so. Wer soll denn diese fragmentierte Schreibweise verstehen können? Also für mir wären es auch 3 Stunden. Aber zählt das dann schon, zählt das mit zu der Arbeitszeit? Also wenn du jetzt 4 Stunden unterwegs bist und dann wieder 4 Stunden, kannst du dann 10 Minuten sagen, okay, ich gehe jetzt wieder? Arbeitszeit erreicht? Ich glaube, so weit das nicht, aber Ich das glaube zählt auch schon nicht. dazu. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das zählt schon als Aber Arbeitszeit, aber ich glaube dadurch, nicht, dass dass das du... so funktioniert. Also ich meine, dadurch, dass du ja zwangsweise für die Arbeit diesen Weg auf dich nehmen musst, zählt das bestimmt dazu, oder? Ah, perfekt. Sogar Ja, mit genau. Dienstwagen. Oh, dieses ein Dann ist schönes ja Auto. perfekt. Ja. Wenn wir sowas machen würden, müssten wir auch mit Dienstwagen fahren. Ja. Die Arbeit. Würde ich auch gerne. Ich habe aber nicht mal einen Führerschein. Aber wir haben einen schönen Dienstwagen. Nur noch 1,5 Stunden. Ah, dumm. Ah. Das ist ja Und wenn du doof. sagst, du hast deinen, weiß ich nicht, Zahnseide vergessen, musst noch mal heimfahren. E-Trons. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, Kenne ich was ich jetzt von nicht. halten soll. Keine Ahnung, das ist gerade das Erste, was mir eingefallen ist. Was braucht man denn als Frau so, was man gerne vergisst? Ja, Zahnseide. Zahnseide. Handcreme. Brillenputztuch. Ich weiß ja Ja, nicht. das ist wichtig. Lebenswichtige Dinge, weswegen man Brillenputztuch. unbedingt nochmal zurück muss. Das Das Hustenbonbon. Telefon. Ja, aber das Das Festnetz. Festnetztelefon meinst Ja, du? genau, das Festnetz. Genau. Das ist wichtig, ja. Was dann nach 10 Minuten sagt, oh, keine Verbindung mehr zur Station. Miau. Stellst es bei dir ins Auto, machst die Tür zu, Kabel Miau. abgerissen dadurch. Ach, mit Station willst du das mitnehmen? Ja, Ich dachte jetzt an natürlich. den Kabelloses, was sich dann beschwert, dass die Verbindung weg ist. Nee, also mit Kabel natürlich, weil sonst funktioniert das doch nicht. Klar, was auch sonst. Ah, genial. Autsch. Bis nach Köln. Weißt du, das war kurz mit nach Köln Gut. genommen. Geil, Alter. Gut. Aber das ist bei uns im Müller damals auch häufiger passiert, dass die Kollegen die Telefone von Müller mitgenommen haben nach Hause. Weil die hast du dann halt den ganzen Tag irgendwie am Körper, An der ne? Hose. Damit, wenn Kunden anrufen, dass du dran gehst. Und wenn du dann halt zum Feierabend vergisst, das rauszutun, dann schleppst du halt das Telefon von Müller mit. Boah, das wär's doch auch. Einfach nach München mit dem Zug fahren, sehe ich gerade. Ja, das Das sind auch nur geht. 5 Stunden. Ist ja easy. Da fahre ich ja schneller zu euch mit dem Zug. Vor allem, weil du erstmal mit dem Bus nach Bamberg fahren musst. Und dann Weil von da der nächste Zug Bamberg. erst fährt.
Nee, weil da erst der ICE anscheinend losfährt nach München. Aus Coburg fährt er anscheinend nicht nach München. Aber von Bamberg. Und 6:47 Uhr ist dann bei uns hier Abfahrt. Ach nee, ich sehe gerade, ich muss erstmal zu Fuß Mir laufen. fällt gerade ein, die Regio, mit der ich immer nach Hause fahre, wenn ich in der Berufsschule bin, die fährt eigentlich nach Bamberg. Das ist immer die Endstation von der Regio. Aber ich fahre natürlich nicht so weit. Aber wenn ich mal einschlafen sollte, so richtig fest, dann bin ich plötzlich in Bamberg. Interessant. Ja, genau, wenn ich mal einschlafe, gehe ich zu Louis. Was? Nicht zu meiner Schwester, die ja neben ihm wohnt, zu Louis. Ja klar, da ist dann der Bauwagen Klar. draußen. Stimmt. Stimmt. Bringst du mir einen Wodka dann dazu, damit es nicht so Ja, kalt wird die natürlich. Nacht? Kein Problem, kriegst du. Am Berg? Stimmt. Ach, das hast du mal gesagt. Ah, am Berg. Ich erinnere mich. Ja, aber da fährt die Region nicht mehr hin. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn ich das B zuklebe an der Anzeige, dass es dann woanders hinfährt. Ja, vielleicht ein Versuch wert, aber ich bezweifle, dass das klappt. Nee, tatsächlich jetzt noch nicht. Weil mir war der Zusammenhang bisher nicht so bewusst. Versuch's doch einfach noch Na, mal. sowas. Irgendein Künstler folgt mir auf Twitter. Wow. Stark. Und hast du heute auch ein Lotto-Wurlos gewonnen? Lotto los? Nein, aber ich bin gestern Papa geworden. Ah, Ich habe toll. gestern eine SMS bekommen. Hallo Papa, das ist meine neue Nummer. Bitte schreib mir auf WhatsApp. Jetzt. Ah, als ob, Alter. Geil. Hä? Deine Nummer wurde irgendwo geleakt bei einem Datenleck. Ja. Ich glaube Bei auch. mir war es zum Glück nur die E-Mail-Adresse bisher. Uff, uff. Ah, Direkt alles klar. abgetrieben? Ja, ich habe auch Nummer direkt blockiert. Mit einem Balk will ich nichts zu tun haben. Ist ja das Gleiche. Das ist das Gleiche wie abtreiben, ja. Hättest du dann zurückschreiben müssen. Ja, ich hab doch abgetrieben. Ciao. Hä, als Papa? Hä? Ja, genau. Dann ist er genauso Okay, verwirrt. okay, Deswegen. okay. Ja, ich war wirklich kurz davor, irgendeine dumme Antwort zurückzuschreiben. Und dann dachte ich mir, nee, Ja, warte mal, danke. dann wissen die, dass die Nummer belegt ist und ich will nicht, dass das in irgendwelchen Verteilern landet. Das war mir dann das Risiko nicht wert. Das war das Risiko nicht wert. Ja. Solltest Nee. man mehr Risiko spielen. Am Ende kriege ich die ganze Zeit irgendwelche Anrufe für irgendwelche Prinzen aus Algerien, die mir Geld überweisen wollen oder sowas. Das willst du ja auch nicht. Ja, die wollen da kein Geld überweisen. Die wollen Nee? erstmal 10 Euro von dir. Ach so. Damit du dann Geld überwiesen bekommen kannst. Aber dann kriege ich nur 2 Euro. Ja. Richtig, nee, da muss Über man diese auch Leute, die mal, schon mal gehackt wurden. aufpassen. Security und so. Zum Glück arbeite ich ja im Security-Team. Ja, Kenne aber ich mich aus. ich möchte nicht hier deiner Firma da hier von deiner Firma ein Angebot annehmen bezüglich Security. Ich glaube, das ist nicht so sicher. Mittlerweile schon. Na gut. Mittlerweile schon, seitdem ich das überwache. Oh, mit Identitätsdiebstahl. Ups. Nee, Ah, okay, das das, hat nichts mit mir zu tun. Oha. Okay, das ist stark. Das ist heftig. Mir fällt gerade auf, wenn man den Satz auf Deutsch liest, hat er eine ganz andere Bedeutung. Welcher Aber Satz? ich wurde schon mal gehackt. Klein gehackt. Jetzt ist sie Auseinandergehackt. gehacktes. So entsteht Legt man Gehacktes. dann Zwiebeln drauf? Ich mag keine Zwiebeln. Ich auch nicht. Lass mal die einfach weg. Ja. Alles wird aus Hack gemacht. Hack wird aus Hack gemacht. Ich kenne das Lied, ich weiß nur nicht mehr, wie es heißt.
Dieses komische VIP und Hacklied. Mitglieder, Alter. Hacksexuell. Was? Ich esse das lieber, aber so weit würde ich jetzt Boah. nicht gehen. Ich habe schon sau lang kein Hack mehr gegessen. Hack? Kein rohes Met, nenne ich. Ach so, ja, gut, das ist jetzt auch nicht so. Ich glaube, es hackt. Ja, ich Aber ich glaube auch, überlege es gerade, ich hackt. hatte letzte Weil Woche, seit glaube einer ich, halben Stunde immer noch Bolognese. bei dem gleichen Bildschirm. Ja gut, aber wenn es um Gehacktes geht, dann muss man auch mal Prioritäten setzen. Und das ist Ja, definitiv stimmt halt. wichtiger, als hier zu lesen, was da für Füße in der Gegend rumstehen. Füße. Suddenly British, my dear. Jetzt weiß ich nicht so genau, ist das die, die das Lied gemacht haben, oder wollte sie mir das jetzt so sagen, dass ich plötzlich britisch bin? Keine Ahnung. Und warum nennt sie mich Hirsch? Woodstock is Okay. too low, Sire. Pass auf. Spielst du jetzt Warcraft? Nee, Stronghold? Nein, nein. Das hätte mich Die jetzt aber Texte stark bleiben. irritiert. Die Texte bleiben mir einfach nur so hart im Kopf, Alter. Our What granary needed? stocks are growing, sire. The gold stocks are full. Nee, das gibt's gar nicht. Ich hab plötzlich. Hä, wann habe ich denn mit britischem Akzent gesprochen? Brauchst du eine Bottle of Water? Ich habe doch keinen britischen Akzent. Okay, jetzt reicht's aber auch mal. Ich muss ja auch noch spielen, Leute. Lenkt mich nicht ab. Pass auf. Weiter geht's. Du scheinst in der Ruine eines Schreins zu stehen. Vor dir liegt die moosbedeckten Überreste einer alten Statue. Wir untersuchen die. Nur die zerbrochenen Beine und Füße der Statue sind übrig. Lange Rillen neben ihr legen nahe, dass sie bewegt werden kann. Nahe des Fußes der Statue entdeckst du einen in den Stein geritzten Totenschädel. Mit Hammer und Meißel versuchen neben der Statue ein Loch zu schlagen. Wir schieben sie einfach erstmal. Der steinerne Sockel der Statue scheint mehrere hundert Kilo schwer zu sein. Du überlegst, wer versuchen sollte, sie zu verschieben. Eder. Drück du mal. Eder drückt mit zitternden Armen gegen die Statue und versucht verzweifelt mit den Füßen genug Hebelwirkung zu entfalten. Sie bewegt sich keinen Millimeter. Ach, jetzt hast du schon mal. Du hast gestern gerade mal den Prolog gelesen. Wie hätten wir denn darüber reden sollen? Junge, was ist denn mit ihr? Ich bin jetzt bei Seite 66. So Gut. eine Enttäuschung. Zum Glück. Zum Glück hatte meine Schwester Geburtstag. Ach so. Das heißt, du hättest dann quasi alles am Sonntag gelesen, während wir darüber geredet hätten. Ja, nee, sie braucht ja Full Fokus. Ja, also hätte es ja gar nicht funktioniert. Richtig. Ach so, ja. Es ist auch so eine Aufschieberin. Wenn sie weiß, das muss sie nicht morgen abgeben, dann macht sie das auch nicht heute. Das ist erst 2 Minuten vorher. Was du heute kannst besorgen, das schiebe stets auf morgen. Eher auf übermorgen. So ging doch der Spruch. 2,5 Bücher, ach so. Ja gut, aber es ist ja jetzt nur bis Gibt's ja 100 wieder an. Seite 6. Oder was das auch für eine Seitenzahl war. Ich habe heute irgendwie Probleme mit dem Reden. 106. Seite 104 war es sogar nur. Oh, ich muss ins Bett. 100 Seite 4. Halt die Klappe. Ja, es ist nur heute, okay? Ich untersuche jetzt diesen scheiß Schädel. Gott! In den Stein wurde mit kompliziertem Relief ein Totenkopf. Das sieht doch nicht kompliziert auf. Ein Totenkopf mit geöffnetem Mund geritzt. Du siehst ihn dir genauer an und bemerkst zwischen seinen Kiefern ein verrostetes Schlüsselloch. Das Schloss knacken. Mit rostigem Klicken und Kreischen schiebt Tsuki mehrere Zuhaltungen auf Position. Was sind denn Zuhaltungen? Die zerstörte Statue beginnt sich plötzlich zu bewegen. Ist sie jetzt ein Zuhälter?
Der verschobene Sockel der Statue gibt den Blick auf einen dunklen Weg in die Erde frei. Where do you suppose this leads? Ja, okay, der hätte ja auch schieben können. Das lässt sich überhaupt nicht wegschieben. Ja, ne, das dachte ich mir auch. Was ist das für ein kompliziertes Relief? Da hat doch einfach nur einer mit einem groben Hammer da was reingehammert. Kompliziert, okay. Will ich da überhaupt rein? Wo sind wir hier eigentlich? Moment, bevor wir da reingehen, laufe ich hier nochmal kurz hier außen rum. Guck mal, da ist ein Hirsch. Da ist mein Deer. Mein Reindeer. Goldsellerie. Hat's eine rote Nase, der Reindeer? Ich mach dem gleich eine rote Nase. Oh, dann ist es dann Rudolf, der Red-Nosed Reindeer? Dann ist es Rudolf, das Gehackte. Der arme Rudolf. Aha, wusste ich's doch. Ja, wow, ein Trank der kleinen Erholung. Sehe ich so klein aus? Oh, aha. Hilfe. Was macht denn der Wolf? Och, manche Tasten gehen noch ein bisschen schwer, weil die kleben. Aufgestiegen. Hey, die Hälfte meines Teams ist Level Up. Alles wird sind aus wir, Hack gemacht. Sind wir dann auch aus Hack? Ja. Definitiv. Sind wir quasi und weißt du was? Aus Hacke später wird Kacke später. Ich teile meinen Reichtum Kappa. Wow! Hey! Schon wieder! 100 Witz! Belohnung für den guten Witz, danke! Ich fühle mich geehrt, vielen Dank. Das ist bestimmt Teil ihres Umfragenreichtums, den sie neulich erwirtschaftet hatte. Von dem sie mal erzählt hatte. Was? Umfragenreichtum? Ach nee, warte mal, das war Freitag, da hat sie das, glaube ich, erzählt. Ja, da warst du nicht da. Sie ist jetzt Twitch-reich. Richtig, Twitch-Money-reich. Wow, 400 Bits. Heftig. Stell dir vor, du machst eine Umfrage für Twitch und kriegst dann Bits. Da hast du halt gar nichts von. Weil du gibst ja nur jemand anderen. Und Twitch kriegt die Hälfte, mehr als die Hälfte. Und Twitch wieder. Kriegt dann wieder die Hälfte davon, genau. Nee, mehr sogar, oder nicht? Nee, ich glaube bei Bits nicht mal. Echt? Ich glaube bei Bits war es sogar, 50? Weiß ich gar nicht, wie die es da verteilt ist. Keine Ahnung, also bei das Bits machen uns am Twitch am meisten ab, auf jeden Fall. Bei den Bits zahlen sie am meisten ab? Ja, ja. Ich hätte gedacht, bei den Bits zahlen sie am wenigsten ab. Hä, bekommen die gar nichts? Bekommen sie gar nichts? Ich dachte, Bits wär so das Schlimmste, was du machen kannst eigentlich. Wenn du US-Streamern Geld spenden kannst. Willst. Dachte ich immer, Bits wären da das Schlimmste. Guck mal, wo wir hier sind. Ja, wo sind wir denn hier? Hier waren wir doch schon. Das ist doch alles schon fertig hier. Wir kamen doch hier von der... Oh Mann, wir hätten den Gerber gar nicht töten müssen. Wir hätten einfach von außerhalb hier reingekonnt. Und wir haben den Gerber und seine Tochter gekillt. Ich bin leider nur ja, genau. Ein Kanalpunkt. Also von Bits bekomme ich schon 100%. Aber die Frage ist halt, wie ist der Umwechslungskurs? Also ja. Zwischen dem, was ich aus 100 Bits bekomme und dem, was du für 100 Bits bezahlst. Der Unterschied dazwischen, um den geht's ja. Du bezahlst halt für 100 Bits, was kosten die? Ja, okay, in dem Fall bezahlst du es gar nicht, das ist schon klar. Also in dem Fall hast du es ja schon für lau, richtig. Aber die Frage war ja jetzt, wie ist der Kurs in Hinsicht, wenn du Bits kaufen würdest? Was du in dem Fall nicht tust, ja, aber... Ja, wie kommt man denn aus diesem scheiß Bits-Menü wieder raus? Da ist kein X drin. Nee, du musst kaufen. Wenn du da einmal drin bist, musst du kaufen. Ich würde mich auch... Warte mal, wie komme ich ins Inventar? I habe ich nicht mehr hier. Ich würde mich auch aufopfern, wenn du sagst, du brauchst da jemanden, dem du das geben musst. Ja. 9 Abwehr. Ein Abwehrring. Oder den. Ja. Nee. Ich wollte hier eigentlich nur, ich bin leider nur reich an Kanalpunkten, deswegen kann ich hier
Mein Ja, die kannst du mir aber Fangirl-Status auch wieder erneuern. stellen. Die kannst du mir auch spenden. Warte, jetzt muss ich kurz den Emote noch dafür finden. Das passt bestimmt einfach gut. Einfach ein Käse. Och, das bringt einfach nichts. Hä? Wo kommt denn das jetzt her? Gut, also einigen wir uns darauf, keiner weiß, was Twitch bekommt. Aber, Ja, wenn du weißt, ja, gut, wie aber viel der Bits du Punkt ist ja, in bekommst. dem Moment, wo sie die Bits ja nicht gekauft hat, kriegt der Twitch halt wirklich nichts davon. Ja, Weil wenn, stimmt. dann kriegen sie ja das nur durch den Kurs vom Kaufen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das so, dass du für 100 Bits 1,71 bezahlst und der Streamer kriegt 1 Euro dann wahrscheinlich. 71, ja, Gehe ich macht von Sinn. aus. Ja, das ist 71 Cent für die, 1 Euro für Weil ich mich, glaube, ja. du kriegst, glaube ich, 1 Cent pro Bit. Ist das, glaube ich, Ja, als Streamer. genau, das ist so. Bäh. 20 Cent pro 100 Bits? Hä? Ich habe doch gerade gesehen, man kauft 100 Bits für 1,71. Und Das dann wären kommt dann noch aber 71 71 Cent. Bits. 71 Cent pro Ach, meine Bits. ich doch, 71 Cent, nicht 71 Bits. Wenn ich hier nämlich jetzt. Ich mach das mal wieder weg. Wenn ich hier auf Bits kaufen klick, dann steht hier, ja gut, 300 Bits wären dann 3,67 € oder so. Aber bei 100 steht 1,71, Keiner kauft nur 100 Bits. ja. Ja, okay, ich meine, der Kurs wird ja Ja. für sie immer schlechter, je mehr du kaufst, das ist klar. Genau, Aber. den meisten Rabatt kriegst du angeblich bei 300 Bits. Mit 3,67 €, dann haben die halt noch 67 Cent gewinnen. Aber Vielleicht will wenn du der jetzt Twitch das aber auch nur 25.000 sagen, ist damit du dann immer diese nein, Menge nee, nicht. kaufst. Aber Ich wenn habe du jetzt auf jeden jetzt Fall Spinnengift 25.000 genommen. Bit kaufst, dann kostet dich das nur 376,69 €. Gut, Leute. Ja. Der wichtigste Part im Spiel, wir leveln jetzt erstmal. Boah, geil. Ich muss sagen, in dem Spiel ist das Leveln tatsächlich unbefriedigend. In Pathfinder war das immer das Beste, was es gibt. Das war immer so ein befriedigender Moment, wenn du deine Charakter ein Level höher bringen konntest. Aber hier in dem Spiel ist es irgendwie langweilig. Flammen der Hingabe brauche ich nicht. Größeres Handauflegen. Hä? Warum will Louis jetzt Hausaufgaben abschreiben? Soll Cecrops dir jetzt erzählen, was im Buch passiert ist, oder was? Es ich kann nicht mehr. Was? Nee. Was? Ah, Feis? ey. Ich nenne mich Feis? Was ist denn das für ein Satz? Oh Mann, ey, was ist los hier? Genauer, verwundender Schuss. Mach den halt genauer. Treuer Gefährte. Verteidigung. Gnadenloser Gefährte. Schleichangriffsschaden. Lies mal ein bisschen was vor, damit ich einschlafen kann, während ich im Boden versinke. Ja, das Problem ist, da musst du noch mal, weiß ich nicht, Viertelstunde warten, weil jetzt muss ich erstmal die Charakter leveln. Da gibt's leider nicht viel zu lesen.
Ich hoffe aber sehr, dass wir bald wieder ein bisschen Dialog haben und Questfortschritt. Dann würde ich gerne wieder was lesen. So, und morgen lesen wir dann gemeinsam. Beim Klang seiner Stimme versteiften die Warte, was? Mörder vor Kälte. Lähmt Feinde im Wirkungsbereich. Mein Sohn, erblickst du deine Schwestern hinter dem Moor? Häuft verstreute Seelenfragmente an, um zwei Will-O-Wisps zu erschaffen. René Darets Geist sprach: Ich erwische dich, Ben Fiedel. Würdest du das Feinde im Wirkungsbereich verschreckt sind? Ja, da bin ich auch versprengt. Verschreckt. Zersprengt ihre Fesseln, legt ihre Ketten ab, verringert die Dauer. Ja, das ist Quatsch. Der Liebhaber rief zu seiner Geliebten: Ich bin dein. Bewegt etwas tief im Inneren von Feinden, wodurch sie bezaubert werden. Oh, das. Ich würde sagen, lähm. Feinde lähmen im Wirkungsbereich. Oh, der hat keine Klassenfähigkeit mehr. Hä, was gay? Das war der Geliebte zu seiner Geliebten. Anscheinend. Ja, komm, Schütze, 12, 20% Nachladegeschwindigkeit. Machen wir es einfach. So. Eder. Eder. Ein Bonus niederstrecken, das ist eigentlich ganz gut. Kriegerischer Verteidiger, plus 5 alle Verteidigung außer Abwehr. Das ist ein Modalding, ne, komm. Machen wir Bonus niederstrecken, das ist immer gut. Was gleichgeschlechtliche Liebe ist nicht erlaubt oder was? Das hat aber mit überhaupt nichts zu tun. Da stande, der Geliebte sagt zu seiner Geliebten. Das ist in dem Falle definiert, was das für Geschlechter waren. Das schließt aber nicht aus, dass es. Diskriminierend. Ich sag doch nicht, dass es in anderer Konstellation nicht möglich Nee. war. Ich sag nur, dass dieses Gedicht genau für diese Konstellation gedacht war. Sechs Punkte, ich brauche acht. Ja, gut, dann wird hier nichts gelevelt. Ganz einfach. Abwehrender Angriff. Was ist denn ein abwehrender Angriff? Wehrst du jetzt ab oder greifst du an? Verbessert die Fähigkeit des Dann. Schurken, sich zu konzentrieren, wodurch der Malus auf Abwehr bei einem rücksichtslosen Angriff verringert wird. Aha. Uhu, statt minus 8 hat er nur noch minus 3. Oder Schatten des Jenseits erlaubt den Charakter vorübergehend unsichtbar zu werden. Feinde können unsichtbar, ja, dann kann er aber nicht angreifen. Gut, abwehrender Angriff. Jetzt bin ich schon gleich durch mit dem Leveln. Ich sag doch, das ist so langweilig in diesem Spiel. Okay, Wissen. Athletik. Körperliche Abstimmung. Lautloser Schrei klingt gut. Erzeugt ein psychisches Heulen im Zielbereich, durch das das Ziel betäubt wird und alle Feinde im Zielbereich Wundschaden erleiden. Hohe Wahrscheinlichkeit auf Ausschalten. Oh boy, was ist denn Ausschalten? Sei leise, ich muss auch ins Bett. Psychischer Rückschlag beschwört einen Vergeltungsschlag herauf, der einen Feind betäubt, wenn er auf die Willensverteidigung des Mediums abzielt. Ja, nehme ich. Gibt eh nicht viel Auswahl. So, und damit hätten wir das auch schon wieder. So, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Was ist das hier für ein Ort? Certainly. Ich speichere mal kurz zwischen. Ich bin froh, dass er 5 noch geht. Okay, da geht's wieder raus. To Whispers and Shadows. Ja, es hat irgendwie zum Glück ziemlich viele Tasten erwischt, die nicht so oft gebraucht werden. Aber wie hast du den Titel geschrieben, wenn I nicht funktioniert eigentlich? Ich habe aus einem Chat ein I rauskopiert. Das war dann so ME, Steuerung V, NE. Bock auf Forest? Soll Ja. der laufen? Der Forest? Wer Sons of the Forest, hast du dir das mal ist der angeschaut? Sohn? I'm ready. I'm here.
Warum ist Suki im Nahkampf? Hast du es bei Gronkh angeschaut? Da war es lustig. Das Einzige, was ich sehr lustig finde, ist der taube Kelvin. Ja, der ist gut. Vor allem, dass sie einfach jemanden genommen haben und dachten sich, ja nee, Kevin können wir ihn nicht nennen. Das wäre zu dumm. Nennen wir ihn Kelvin. Weil das ist besser. Das ist auch genial, ja. Der Name Kelvin einfach. Kelvin. Ah, okay. Ich hab's nur bei Gronkh geschaut. Aber das reicht schon. Ich hab's bei Kunchi geschaut. Lustigerweise hat die genau in der gleichen Stelle gebaut wie Gronkh. Geil. Hab ich dann später gemerkt. Ja, ich hab's ja nur kurz ein bisschen angeschaut und jetzt hab ich Bock drauf, deswegen will ich mir jetzt nicht die Story weiter angucken. Hey there. Okay, ich gehe mal wieder zum Schießen über. Und Witwenmacher. Wenn die Spinne schon Witwenmacher heißt. Er heißt nicht in einem Anime das Spiel sich Witwenmacher? Das Spiel? Das Schwert. In einem Anime heißt das doch Schwert Witwenmacher, oder? Vielleicht. I don't know. Das kommt mir so bekannt vor, der Widmenmacher. Ja, mir irgendwie auch, aber ich kann es gerade nicht einordnen. I'm ready. Widowmaker? Ja, Widowmaker, stimmt. Okay, die war leichter als gedacht, die Spinne. Aber. Widowmaker gibt's auch in Overwatch, no. Okay. Ja. Interessant. Wusste ich gar nicht. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ich habe ein Buch gefunden. Das gab's, Ritual der uralten Legenden. Das gab es trotzdem noch in irgendeinem Anime als Waffe, glaube ich. Da hatte jemand sein Schwert Widmenmacher getauft, glaube ich. Vielleicht verwechsel ich es. Also, ich weiß noch, das Schwert von Kazuma hat Megumin Chunchunmaru genannt. Das ist eh der beste Name für ein Schwert. Chunchunmaru. Vor allem, wie er sich hinstellt und den Namen überlegt und sie einfach, ich nenn's Chunchunmaru, klebt das drauf, flupp, fertig. Weil ich's gerade höre, in Japanisch hat Megumin den gleichen Voice Actor wie Hu Tao. Echt? Deswegen ist die so cool. Hu Tao und Megumin haben den gleichen Voice Actor. Cool. In Japanisch. Und Not Just a Cutie, die Hauptfigur, die ist auch die gleiche Stimme wie Megumin, glaube ich, auf Japanisch. Von Shikimori? Ich glaube schon, ja. Ja, okay, das habe ich aber auf Deutsch geguckt. Das müsste ich vielleicht nochmal auf Japanisch gucken. Hast du wie heißt das? Ohne du auf Japanisch mal geguckt? Bakuatsu, Bakuatsu, la la la. Natürlich. Okay. Ja. Das ist eh der beste Spruch in dem. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt zweimal auf Deutsch und einmal auf Japanisch geguckt. Und außerdem spiele ich ja das Spiel und da ist es sowieso alles gevoiced auf Japanisch. Da hast du auch keine andere Wahl. Aber sind das die Original-Voice-Actor? Ich hätte gesagt, ja. Sicher bin ich mir aber nicht, aber zumindest klingen die ziemlich wie im Anime, ja. Wobei, ich habe da die meiste Zeit den Ton aus. Wir sind volle Nerds. Nein, das ist... Nein, hier muss man differenzieren. Das ist nicht Nerd, das ist Weep. Weeps. Aber trotzdem sind wir auch Nerds. Weiß ich nicht. Meinst du? Nerds verbinde ich eher so mit... Mit Technik-Freaks. Ja, und so... Wissenschaftsorientierte. Das nimmt sich nicht viel. Du nimmst dir nicht viel. Geeks. Geeks. Ja, stimmt auch wiederum. Aber trotzdem, wer Anime mag, ist ein Weep. Ich nehme alles. Mach doch, was du willst. Dann nehme ich mir auch einfach mal was. Aber Weep, ja. Jetzt muss ich mir wieder das Lied reinziehen hier. Wie heißt das wieder? Sweet dreams are made of weeps. Genau. Weeps and was?
Nur Sweep Anthem. Ich guck nach Weep und dann kommt erstmal Weekend und dann muss ich erstmal an Weep Sam denken. Was zur Hölle? Mal. War Weekend nicht ein Lied von Skrillex? Irgendwie muss ich da an Skrillex denken. Nerd ist der Überbegriff für Weeps und Geeks und sowas. Ja, das kann auch sein. Weiß nicht genau, wie das im Fachjargon wo da genau die Grenzen sind. Aber auf jeden Fall kann ich nichts dagegen sagen, dass ich weep bin. Das Video weiterleiten. Jetzt ist wieder dein Altersbeschränkung. Und ist nur auf YouTube immer geil. Geil. Was für ein Video willst du mir weiterleiten? Ich glaube, das ist nichts, was ich im Stream schauen sollte, oder? Das gucke ich lieber dann mal später alleine. Weitergeleitet. Ach so. Okay, aber übrigens meine Windows-Taste geht nicht mehr. Das ist Sweet Dreams are made of Weeps. Ich kann nicht raustappen übrigens. Windows-Taste will auch nicht mehr. Was heißt Profi hier? Ich wusste nur nicht, dass das ab 18 ist, das Video. Sweet Dreams are made of Weeps, das kann doch nicht ab 18 sein. Ja, hallo, dieses Hentai-Lied war auch geflaggt als ab 18. Und ich glaube, das wurde sogar, wurde das nicht sogar gesperrt, das ursprüngliche? Was? Echt? Das von Serl? Ich glaube, das wurde mal gesperrt. Und dabei ist es halt nur ein Lied. Aber ich glaube, das wurde gesperrt, weil irgendwie das ursprüngliche Thumbnail war, glaube ich, zu anstößig. Ich glaube, daran lag das. Ach so, okay. Weil ich wollte schon sagen, du hast doch sonst eigentlich Kunst. Hör auf dein Senpai, ey. Heute wird das endgeil. Das Lied ist super, ey. Ja. Von Seife. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber die hat mehrere richtig gute Lieder gemacht. Ja. Und ich habe erst letzte Woche eins von der wieder gehört. Die ist jetzt wieder aktiv. Und das war voll gut und gehört. Voll traurig. Voll gut und voll traurig? Ja, dieses My Air. Von ja, Selfies, Courage P. Selfies. Und dann gibt's noch hier Lolli. Richtig. Hentai und Lolli. Das sind die zwei ich will Lieder. Das Lied ist gut. Das ist genial. Klasse. Das ist einfach so gut, ey. Also wirklich. Sowohl arttechnisch, von dem Musikvideo ist das toll gemacht. Der Text ist einfach wahnsinnig gut. Und die Melodie ist auch voll catchy. Also ich weiß nicht, die hat aber alles richtig gemacht. Ja. Kann man nicht anders sagen. Was hat denn die für ein Lied rausgehört? Das letzte war vor 8 Monaten. Das hast du da gehört. Ja, geh mal lieber. Es wird Zeit. Du lenkst mich auch viel zu sehr ab. Ich habe hier ein Gespräch mit einem Troll. Was für Sweet Dreams are made of Dreams gehört. Korgrak, als du im Schutz der Dunkelheit vorrückst, beginnt der Boden unter dir zu beben. Du hörst schwerfällige Schritte, röchelnden Atem und knochenzerberstendes Knacken. Aus dem Schatten kommt ein über 3 Meter großer, muskelbepackter Oger heraus. Er beißt herzhaft in ein behuftes Tier mit rosa Fleisch und wirft es zur Seite. Er beobachtet dich unter dem Dickicht. Louis Seacroft sagt, du bist ein Troll. Für einen Dörfler zu gut ausgerüstet. Okay, die Stimme kriege ich nicht auf Dauer hin. Dann also ein Bandit von der Straße. Muss so sein. Der Oger schnaubt und festigt den Griff um seine Keule. Ich habe zurückgezogen gelebt. Niemanden habe ich getötet. Gut, vielleicht außer den Narren, die leichtsinnig genug waren, um mich bisher zu verfolgen. Warum suchst du nach mir? Ein Bauer aus Dürford behauptet, du hättest seine Schweine gefressen. Dann hätte ich diesen verdammten Bauern fressen sollen. Ich habe unterschätzt, wie sehr diese Dörfler ihre Schweine lieben. Beruhig dich, beruhig dich. Aha. So ist es also. Beruhig dich. Vielleicht solltest du mir erstmal was anderes erzählen. Was hast du in dieser Höhle verloren? Ich verstecke mich vor Leuten wie dir. Er kratzt an einem Stoßzahn und starrt dich an. Gestandene, von seltsamen Stürmen aus ihren Heimstätten getrieben. Banditen auf der Suche nach Blut und Gold. In der Nähe von Gestandenen ist meine Sorte bestenfalls unsicher. Aber jetzt?
Die Gemüter erhitzen sich, und bei euren Alchemisten steht Ogerblut hoch im Kurs. Er greift seine Keule noch fester. Ich bin erstaunt, dass er so gut reden kann. In einer Höhle voller Spinnen versteckt man sich doch schließlich nur, wenn es dort draußen etwas gibt, vor dem man sich wirklich fürchtet. Als ob ich so viel Intelligenz habe. Das ist ja richtig realistisch. Ich hab's doch schon gesagt. Den Gestandenen auf der Straße hungert es heutzutage nach allem, was sie essen oder verkaufen können. Im Freien würde ich keine Woche überstehen. Nicht alleine. Er packt seine Keule mit beiden Händen und zieht sie näher zu sich heran. Du scheinst klug zu sein. Du verstehst sicher, dass ich dich nicht gehen lassen kann, nachdem du mich hier gefunden hast. Ich habe gehört, dass ein Stück den Fluss entlang noch ein Dorf liegen soll, in der viele Schweine gibt und saftige Dörfler. Lass dieses Dorf in Frieden. Nochmal werde ich dir das nicht sagen. Du musst nicht in dieser fürchterlichen Höhle bleiben. So ein stattlicher und starker Oger würde da draußen im Wald bestimmt keine Probleme haben. Warum soll ich ihn auf den Wald rauslassen? Dieser Ort ist nicht sicher. Selbst wenn du mich tötest, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich jemand anderes findet. Ja, ganz genau so. Er malt mit seinen Zähnen und starrt dich mit strengen Augen an, die er vor Zorn zusammenkneift. Korkrat atmet schwer und scheint jederzeit angreifen zu können. Dann schließlich lässt er seine Keule fallen. Genau davor hatte ich Angst. Er seufzt und schnauft dich mit seinem übelriechenden Atem an. Die Zeit zum Weiterziehen scheint mir gekommen. Hey, in Ketmoor habe ich eine Festung. Wenn du mir hilfst, sie zu verteidigen, dann kannst du so lange bleiben, wie du willst. Will ich einen Oger nach Hause einladen? Er atmet schwer und lässt die Keule fallen. Was geht denn hier ab, ey? Und dafür ja, so hast du 1560 Erfahrungspunkte erhalten, dass du ihn dabei zugeguckt hast, wie er seine Keule fallen lässt. Wie er sie erst festpackt, zu sich ranzieht und dann erschöpft fallen lässt. Dafür hast du so viel nichts mehr bekommen. So nämlich. Hast du, will ich hast du noch nebenbei gezeichnet einladen? Oder so? Hey, ich hab ein OnlyFans-Video gemacht. Ja. Das ist irgendwie eklig. Genau. Ich lade ihn trotzdem zu mir ein. Was? Für Ogre-Fans. Ich soll meine Dienste für Unterkunft in einer Festung verkaufen? Das klingt auch nach Schwierigkeiten, aber vielleicht kann ich mit denen klarkommen. Wenn du mich brauchst, dann weißt du, wo du mich finden kannst. Um Dirford werde ich vorher seinen Bogen machen. Soll er seine Dienste dann auf Ogre-Fans verkaufen? Ogre-Fans, genau. Ja, wir haben jetzt einen Ogre für Ogre-Fans zu Hause. Grandios. Ja, genau. Irgendwie erstmal nach Hause einladen. Ja. Ich meine, die Einnahmen von Ogre-Fans könnten ihnen finanziell helfen. Ja. Da wären wir wieder beim Zuhälter. Deswegen wurde ich Zuhälter, um die Höhle zu betreten. Ach nee, warte mal, das war bei dem anderen Schloss. Das war die andere Tür. Das war eine ganz andere Höhle. Habe ich verwechselt. Gut, nee, ich war einfach mal neugierig, was dabei rauskommt, wenn man einen Ogre zu sich in die Festung holt. Der hat den Schlüssel! Dieser Eisenschlüssel hat einen langen Schaft, der in einem komplizierten Bart endet. Der Bogen wurde mit einem Schädel mit offenem Mund nachempfunden. Ja, ich merke es auch gerade, ich bin im falschen Loch rausgekommen. Ich hätte den anderen Ausgang nehmen sollen. Aber zerfetzte Notiz. Diese Notiz ist blutverschmiert und zerrissen. Die Ränder sind in einer Art Farbstoff verwischt. Aus den lesbaren Fetzen kannst du hastig geschriebene Anweisungen ablesen. Zur Vermeidung des Eingangs im Turm. Durchgang durch mein Geschäft würde die Aufmerksamkeit von irgendwas auf sich ziehen. Der Dürrwald mag ja mit unseren Zielen sympathisieren, aber einen Tempel würden sie nicht genehmigen. Noch nicht. Schlüssel zum Eingang am Schluss, östlich vom Dorf. Vorsicht auf der Straße, dort gibt es Berichte, bla, okay. Hilfe, ey. Die Zeit, wo zerfetzte Notizen umherschwirren, blutverschmierte. Ja, man kennt's, da willst du ganz normal einen Brief schreiben, alles blutverschmiert. Beschissen. Ja. Jetzt gehst du wieder rein. Ja, ich muss. Hey. Das war's falscher, der falsche Ausgang. Ich muss schon so wieder raus, wie ich reingekommen bin. Ja, anders wird's auch schlecht, ne? Ja.
So, ja, dann haben wir das Ogerproblem nebenbei gelöst. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass da überhaupt was ist. Das Ogerproblem. Ja. Ich hau mich weg. Aber wir hatten doch, ich bin doch wegen was eigentlich was ganz anderem losgegangen. Die wollte doch irgendein Drachenei oder sowas haben, dachte ich. Slowly now. Slowly now. Du musst in die Drachenhöhle. Warst du sogar in den falschen Höhlen. Jetzt habe ich nur noch das Trollproblem, ja, aber ich glaube, das kriege ich nicht so schnell los. Aha, guck mal, schon liegen hier tote Drachen. Ich glaube, ich nähere mich dem, was ich eigentlich wollte. Wie viel wiegt eigentlich so ein Trollpopel? Zwischen 2 und 3 Kilo. Glaube ich auch. Das, was sie da bei Harry Potter abbekommen haben, das wiegt bestimmt ein halbes Kilo, was sie da alles rausgerotzt hat. Let us end this. Bullseye. Bullseye. Oh, ein Toter. I could go for some shut-eye about now. Oh, ey, da ist müde. Ja, da eigentlich recht, ne? Man könnte ruhig mal ein Nickerchen machen, so langsam. Drachenflügel. Nein. Drachenflügel und Zwef. Natürlich Drogen. Was auch sonst. Be constant. Obwohl, auf die Frage müsste ich eigentlich gar nicht antworten. Weil die sind so gestellt, dass Lukas antworten müsste. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Du hast doch auch nicht mal alle Bücher, oder? Ja, genau. Ja gut, dann wird es das schwer, alles zu lesen. Ja, nee, ich hab, seitdem, seit letztes Jahr, wo wir die Bücher uns dann geholt haben quasi, habe ich aufgehört zu lesen. Und erst jetzt wieder angefangen, wo wir mit Herr der Ringe angefangen haben. Certainly. Kaum holt man sich Bücher, hört man auf zu lesen. Man kennt's. Ja, weil ich mich halt auf die Abschlussprüfung konzentrieren wollte. Ach so. Ja. Lay in low. Gut, und die jetzt, Ausrede hast du jetzt aber nicht mehr. Nee, aber jetzt habe ich zu viel zu tun mit Herrn der Ringe lesen. Das stimmt. Da komme ich kaum voran. Das stimmt. Aber immer dran denken, es gibt andere, die haben erst den Prolog. Ja, stimmt, da bin ich eigentlich noch relativ weit, aber ich habe das Gefühl, nach 2 Minuten bin ich wieder 30 Seiten hinten. Meinst du, wenn sie erstmal loslegt, dann ist es vorbei? Ja. Ja. Ich glaube also auch. Also dann kommst du nicht mehr mit. Ja, ich habe den Wald sauber hingesetzt. Wenn sie erstmal loslegt, dann... Ah! Die Pufka oder was, das ist, rennt durch. Unglaubwürdig. Ja, hier. Yeah. So also. Alles glaubwürdig, was hingesetzt. Ich sagen. Oh, ist ein schönes gewesen. Boah, da hinten vergammeln meine Leute wieder. Der mit deswegen der entweder, wenn ich mal eher fertig bin als geplant mit Herr der Ringe, Harry Potter weiterlesen. Oder halt erst, wenn wir fertig sind. Weil so wichtig ist das jetzt auch nicht, Harry Potter zu Ende zu lesen. Ich meine, ich bin mitten in Feuerkelch, glaube ich. Und das Buch ist einfach so scheiße zu lesen, weil das halt auseinanderfällt. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Weil es halt schon so alt ist. Deswegen stört mich das nicht. Harry Potter kenne ich außerdem auch besser als Herr der Ringe. Das sind die Bücher schon ein bisschen interessanter. Ja. Ich fand das, was ich bisher gelesen habe von Herr der Ringe, auch so interessant. Das liest sich irgendwie so gut. Das macht einen richtig Lust auf mehr. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist komplizierter, weil ich immer gehört habe, das soll richtig beschissen zu lesen sein. Aber es geht eigentlich nicht. Voll. Ich drücke mal I. Scheiß Gewohnheit. Mittwoch holst du auf. Mittwoch? Liest du dann gleich bis Seite 106, ha? Warum ausgerechnet Mittwoch? Da spielen wir Kingdoms Reborn. Da bist du gefälligst anwesend. Stimmt. Obwohl, musst du eigentlich gar nicht. Nee, musst du nicht. Das ist okay. Da bin ich auch nicht anwesend. Deswegen mag dich keiner. Ach so. Was? Was? Wollte ich auch sagen, dass wir vielleicht Mittwoch das Genshin am Ende machen könnten vielleicht. Weil ich nicht weiß, wann ich da online komme. Okay.
Weil es kann sein, dass ich da um 19 Uhr nicht da bin, deswegen wäre es besser, wenn wir das am Ende machen vom Stream. Okay. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Da Niklas, obwohl ich weiß gar nicht, wie der dann arbeitet, aber meistens ist er ja eh schon ein bisschen früher weg. Von daher ja, sollte der, das eigentlich. Der ist gehen. Eigentlich am frühesten von uns dreien da. Weg. Oh. Oder da. Weg. Ja, weg und sagen. Da. Da aber weg? Was mir gerade einfällt, Niklas hat was gesagt von wegen, dass Destiny was ein neues DLC rauskommt und er da ja, spielen will. Stimmt, hat er gesagt gehabt. Ist er dann am Mittwoch überhaupt da? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Muss ich ihn noch mal nach. Nicht, dass du da am Mittwoch da sitzt und dann keiner da ist. Ja, nee, ich hätte ihn so oder so noch mal vorher drauf angesprochen. Ich frage ihn ja da immer vorher noch mal. Das hätte ich dann morgen gemacht. Aha. Wall of Text, okay. Mhm. Damit schaltest du dann den Hardcore-Modus vom Buch frei, wenn du den Wall of Text besiegst. Und dann gibt's, wie viel HP hat die? Ja, dann gibt es neue Erze und neue Waffen und sowas. Eine Menge. Dann kommen doch auch zwei neue Biome. Aber oder? Die ist sehr effektiv gegen Feuer. Andersrum, die ist sehr anfällig gegen Feuer. Die Wall of Text ist effektiv gegen Feuer. Ja. Wenn die anfängt zu rollen, ist Feuer aus. Die kommt doch eigentlich aus der Hölle. Also, hä? Wie funktioniert das mit anfällig gegen Feuer? Die Wall of Text kommt nicht aus der Hölle. Die kommt aus der Druckerei. Ach so. Du spielst mit mir, Genshin? Ja, genau. Also erstens, da wäre ich sofort dabei. Und zweitens, das wird doch eh nicht passieren. Du mit deinem Level, was warst du? 8? Aber dann müsst ihr auch genau. Die ganze Zeit Sweet Dreams are Made of Weeps hören, ne? Vor allem, das Schlimme ist, du brauchst doch erstmal Level 12, um überhaupt im Multiplayer spielen zu können. Da musst du erstmal hingrinden. Das dauert doch wieder 3 Jahre. Ja. Bis du da gelandet bist, ist ja Mittwoch rum. Also, was sind das für geile Lieder, die ich hier höre? So. Moment, Text. Ein Mann, der Blut von seinem Panzerstecher wischt, dreht sich zu dir herum. Seine zusammengezogenen Augenbrauen verraten einen Moment der Verwirrung. Als er dich dann aber betrachtet, schleicht sich ihm langsam ein selbstsicheres Grinsen ins Gesicht. Das Brandeisen trifft so weit von der Straße weg nicht oft auf Reisende. Was hätten sie hier schon zu suchen? Ein Elf neigt dem anderen den Kopf zu. Ist wahrscheinlich hinter dem Drachenei her, Boss. Genau wie wir. Ein Zwerg flucht und spuckt ins Gras. Das war eine rhetorische Frage, du Vollidiot! Er nimmt sein Schwert noch fester in die Hand. Jedermann weiß, dass die Straßen zwischen den Dörfern von Briganten nur so wimmeln. Sie sind ganz offensichtlich Banditen, genau wie wir. Hallo, Keksi. Ja, toll, welcher Mittwoch. Wir haben aber von diesem geredet, wo der doch vielleicht nicht da ist. Ja, und sie meinen Mittwoch in einem Jahr. Wenn das nächste Destiny DLC rauskommt. Ach so, ja, natürlich. So lange braucht man aber auch, um Level 12 zu erreichen in Genshin, weil das ist ja ewig. Naja, wenn du so viel mit Büchern lesen beschäftigt bist, kann ich mir das schon vorstellen. Du, Genshin Impact hat auch ganz viele Dialoge zum Lesen. Und Bücher. Und Bücher. Oh, was meinst du, wie viele Bücher das hat? Ich habe, glaube ich, kein einziges davon gelesen. Aber die sind bestimmt gut. Warum sollte denn jemand ein Drachenei haben wollen? Um es zu verkaufen, natürlich. Wenn ich was essen wollte, hätte ich mir auch ein paar Schweine von dem Bauernhof in Dürfurt geschnappt. Lass uns ein Geschäft machen. Du gehst deiner Wege und ich zahle dir den Wert des Eis. Nein. Teilen? Nee. Ich gehe einfach wieder zur Straße zurück. Nein, ich mach die einfach platt. Das sind Banditen, komm. Attacke. Vor allem merke ich gerade, ich stehe direkt neben dem Magier. Das ist ja optimal. Pellegrino, wie heißt sie? Ich habe vergessen. Warte mal, San Pellegrino ist doch ein Getränk. Die Jugend für heute. Okay. Ich
glaube, da fühlt sich aber Cyclops geschmeichelt, wenn sie Jugend von heute genannt wird. Ich glaube nicht, dass es für Lesen würde ein Auge reichen, ja, aber für Charles Leveln brauchst du mehr als ein Auge. Was? Quatsch. Natürlich. Da reicht ein halbes Auge. Ui, haben die viel dabei. Du musst noch eins haben, um zu wissen, wie viele Bücher du hast. Eins, um zu wissen, wie viel du noch leveln musst und wie viel du sammeln musst. Du brauchst drei Augen, ja. Ah, jetzt wo du das sagst, stimmt. Ach, ich habe schon wieder I gedrückt. Hey, warte mal, ich habe doch gerade eine Waffe bekommen. Guter Panzerbrecher. Ich habe die einfach der eingesteckt. Panzerbrecher. Ja, ich habe jetzt einen außergewöhnlichen Panzerbrecher. Der ist besser als der gute Panzerbrecher. Ist das in dem Spiel wohl so, dass es das Item sechsmal gibt in verschiedenen Raritäten? Qualitätsstufen sind das. Qualitätsstufen? Ja, es gibt tatsächlich nicht viel Auswahl an Waffen. Aber die halt in ganz vielen Qualitäts- und Verzauberungsstufen. Mm. Die Felswand ist verrußt und wie Kerzenwachs geschmolzen. Hoch droben ist eine kleine Felsnase, auf der sich ein grobes Nest zu befinden scheint. Dies Felswand wird nicht leicht zu erklettern sein. Was? Ja. Dies Felswand wird nicht leicht zu erklettern sein. Ich benutze einfach einen Enterhaken und werfe ihn die Felsennase hoch. Seil hochklettern. Hoch. Felsennase. Ich schick einfach so irgendjemand hitzeresistent. Ich schick Suki hoch. Mit Hilfe des Seils lässt sich die Felswand schneller klettern. Suki klettert mit Leichtigkeit zum Nest in der Felswand. Das Nest ist von glühend heißer Asche umgeben und überall sind Zweige und Knochen verstreut. Mitten in den Trümmern liegt ein Ei von der Größe eines kleinen Fasses. Es sieht schwer und unhandlich aus. Das Ei mit einem Seil sichern und die Felswand hinunterlassen. Das Ei nehmen und die Felswand hinunterklettern. Ja, ich mach das so. Schlingt ein Seil um das Ei. Und damit habe ich noch ein Seil mit Enterhaken verloren. Suki lässt das Ei mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen hinunter, nachdem die Beute den Boden erreicht und sich auf die Erde gelagert hat. Klettert sie hinterher. Ja, okay. Jetzt habe ich zwei Enterhaxen verloren. Habe ich überhaupt noch welche, ist die große Preisfrage. Wo sind die eigentlich? Ach hier, Seil unter Enterhaken, habe ich noch drei. Easy. Außergewöhnlich gute, weiß ich nicht, so weit bin ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, außergewöhnlich, wie viele Qualitätsstufen es dann noch gibt danach eigentlich. Oder wie ich hier verzaubern kann. Ach so zum Beispiel. So zum Beispiel. Nee, Voraussetzung nicht erfüllt. So, was ist denn da zum Beispiel die Voraussetzung? Ah, hey, das kann ich halt wirklich einfach so machen. Jetzt kann ich hier einfach Frostpeitsche hinzufügen, wenn ich die Zutaten habe. Qualität habe ich schon eins, deswegen ist die Voraussetzung nicht erfüllt. Okay, also es gibt beschädigend, präzise, beschädigend, gut, präzise, außergewöhnlich und hervorragend. Das sind die Qualitätsstufen. Also leider kein außergewöhnlich gut. Es gibt eine Rostpeitsche. Da braucht man aber Urfels für. Alles klar. Erschlagen. Verschiedenes Erschlagen. Hominid. Das ist ein Hominid. Mensch, Aumauer, Orlana, gottähnlich, Zwergen, Elf. Hominid. Das heißt, ich kann die Waffen ja selber einfach verbessern. Geh mal her, sang. Ja, jetzt wird's aber, das ist hier aber jetzt, also da muss man ja auch erstmal, das muss man doch erstmal wissen. Echt so. Was ist denn eine gute Waffe? Meine Pistole ist gut. Wenn ich die jetzt nehme, die hat zum Beispiel noch keine Qualitätsstufe. Ich kann die nicht außergewöhnlich machen, weil dafür brauche ich ein Gehirn. Das hast du nicht. Das habe ich leider nicht. Das ist natürlich dumm gelaufen. Ich könnte sie aber zum Beispiel gut machen. Mensch. Beschädigend. Hab doch mal Hirn. Präzise, ja. Oder beschädigend. Also gut ist im Prinzip beschädigend und präzise zusammen. So, das heißt außergewöhnlich ist im Prinzip beschädigend 2 und präzise 2 zusammen. Und hervorragend ist dann Next Level. Ja, dann mache ich das einfach gut. Dann mache ich meinen Sand, Guau, Rams, Funke.
Jetzt gut. Und dann würde ich die Vergebung einfach auch... Achso, der hat schon eine Qualität. Okay, warte mal. Was hat der hier? Der hat... Schockpeitsche. So. Dann kriegt der andere jetzt einfach... Schockpeitsche. Was passt denn gut zu Schock? Frost? Feuer? Feuer. Dann kriegt der jetzt hier eine Feuerpeitsche. Boah, hätte ich das mal eher gewusst. Ich hätte schon die ganze Zeit meine Waffen verbessern können. Boah, das muss man auch erstmal wissen. Stark. Oh, das heißt, ich hätte den Bums doch ja auch schon längst verbessern können. Krass. Jetzt ist das Ding ja auch gut. Oh. Nee, ich bin neu hier. Ich kenne mich nicht aus. Das Internet ist also allgemein, Technik ist für mich Neuland. Neuland, ja. Schon wieder. Neuland, ja. Nicht zu verwechseln mit Neuladen. Das mache ich die ganze Zeit, wenn ich verliere. Da kenne ich mich gut aus mit. Wie hieß nochmal das Lied Tocca Tocca? Genau. Das hatte halt einen ganz anderen Namen, als das eigentliche Lied wirklich heißt. Ja. Weil das war dieses komische AMD oder wie auch immer man das abkürzt, ist das dieses Anime-Music-Video oder so, keine Ahnung. Ich habe das bestimmt irgendwo noch auf YouTube. Muss ich mal gucken, weil den Namen wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Dieses Reh deckt mich gerade auf. AMV, Tocca Tocca, HD. AMV. War das echt das? Habe ich das nicht geliked? Hey, Klianban Relag. Will ich da hin? Das sind die Ruinen. Wollte ich da hin? Ich habe mir nämlich jetzt eine Weeps-Playlist erstellt. Eine Weeps-Playlist. Dann packe ich jetzt solche Lieder rein. Warte, ich muss irgendwie versuchen rauszutappen ohne Windows-Taste. Okay, ich hab's hingekriegt. Weil das Lied, was ich gefunden habe, ist ein bisschen unschärfer und es ist von einem Kanal von 205 Abonnenten. Deswegen habe ich nicht so das Gefühl, dass es das ist. Ich hätte gedacht, ich hätte das nämlich auch mal geliked gehabt. Ah, ich hab's nicht mehr in der Playlist. Nondescore? Aber das ist das. Ich schick's dir mal auf Discord. Okay. Oh. Jetzt. Oh, ich habe kein O, fällt mir gerade auf. Wer braucht O? Egal. Richtig, ich brauche jetzt auf jeden Fall kein O. Denn wir wollten hier weitermachen. Eder ist immer noch müde, fällt mir gerade ein. Meister Eder? Der Meister Eder. Aber Pusteblume, cool. Jetzt gibt's keinen Schlaf. Boah, kennst du schon den Kanal CloudKit Artist? Ne. I shall be quiet as a calm sea. Aber ich habe eine Leiche gefunden. Das sind die gleichen Lieder, nur mit einem geilen... Ja. Orlans Brombeerring. Verteidigung gegen Humpelt, Bewegungsunfähigkeit gelähmt und Schadensreduktion Stich. Okay. H.I. Gott! Und mein Handy ist einfach schon warm geworden, nur weil ich Genshin installiert habe und es die ganze Zeit an war, deswegen. Stichsicher. Das war auch eigentlich einer von den Nahkämpfern. Aber der hat schon so hohe Rüstungswerte, das gebe ich ihr. Ja. Ey. So. Okay, hier geht's nicht weiter, oder? Nee. Gut, okay. Ein Brombeerbusch. Ins Wasser? Ich dachte schon, da liegen einfach nur Geröllsteine da über dir, aber das ist doch ein Fluss. Ja, da fließt doch. Sieht man doch. Oh. Glan Fatane, ja. Vor dir steht ein Mann, dessen Gesicht grün und ockerfarben beschmiert ist. Sein Körper wird von Tierhäuten und Fellen bedeckt. In einer Hand hält er einen Speer. Tread carefully, Estremor. Verliebt, oder? Was?
Das ist ein Speer. Ja, aber das ist ein Typ. Und kein kleiner Lolli. Zurück zu deinem Dorf, Estramor. Du hast Glück, dass die drei Stoßzahnstelger oder andere Beute jagen. Ich suche nach einer Gruppe von Leuten, die die Ruine eventuell schon betreten haben. Was ist denn ein Drei-Stoßzahn-Stelger? Haben die Bauern denn mittlerweile so viel Angst, dass sie nicht einmal wagen, unsere Namen auszusprechen? Wir sind der wildeste der sechs Stämme von Erglanfad und wir sind die Wächter dieses Monuments hier. So, wir suchen eine Gruppe von Leuten, die Ruine eventuell schon betreten hat. Wir auch. Er streicht mit seinen Daumen über das glatte Holz seines Speers. Deshalb warten wir auch hier, Estramor, und deshalb habe ich auch beschlossen, dich in Frieden zu lassen. Diese Individuen sind auch meine Feinde. Wenn du mich hineinlässt, könnte ich sie für dich herausholen. Ha, wie? Und nochmal, Estramorven auf heiligen Tempelboden herumtrampeln lassen? Mit Sicherheit nicht. Ganz abgesehen davon, dass sie da drin vermutlich gerade alles durchsuchen. Okay, was werdet ihr tun? Wir werden warten. Wenn sie da drin sind, müssen sie irgendwann herauskommen. Und wenn sie das tun, dann... Er streicht mit seinem Daumen die Spitze seines Speers entlang und zeigt dir den Blutstropfen. Was ist das denn? Ich gehe dann mal besser. Und komm hier nicht nochmal vorbei. Ja, also Pillar of Eternity, Pillars of Eternity ist schon ganz schön pervers. Muss man ja schon mal sagen. Aber irgendwie war das ziemlich unbefriedigend. Ich muss doch da irgendwie rein. Aber will ich diesen... Es war natürlich versprochen. Der Pillar of Eternity. Aber ich will die eigentlich nicht angreifen. Ich meine, schwer werden die nicht sein. Dann Vatana. Ein Jäger, ein Wolf und zwei Speerkämpfer. Was sagt ihr? Angreifen oder nicht angreifen? Du bist doch so ein netter Typ. Du greifst doch an. Warum will ich da eigentlich noch mal rein? Ist das eine Hauptquest? Ja, ja. Reisen nach Kleaban Relak. Das ist eine Hauptquest. Oh, hier kriegt man keine Reaktion. Was soll denn der 11. Geburtstag mir jetzt dabei helfen, ob ich jetzt hier angreife oder nicht? Die ist gerade bei Herr der Ringe beim 111. Geburtstag. Stimmt, ich habe auch erst 111. gelesen. Vielleicht ist sie da. Wäre lustig. Das ist kein Ort für dich. Kann ich die jetzt gar nicht mehr angreifen? Dann gehe ich jetzt einfach durch. Ihr Schänder hört niemals zu. Ich bin jetzt der Schänder. Er leckt seinen Speer vor mir und ich bin der Schänder. Das sehe ich nicht. Kollege. Sehe ich nicht. Okay. I could go for some shut-eye about now. Gut. Certainly. Chat hat entschieden. Ich bin ein... Bitte was? Life in death and death in life. Yunen Iankyu und Ankyu Ibyunen. Wisst ihr Bescheid? Was zur Hölle? Ich bin eigentlich ein lieber Mensch, Chat wollte, dass ich angreife. Nur um das festzuhalten. Chat, der Chat wollte das, ah, okay.
Ich meine, wie willst du denn auch sonst da reinkommen? Entschlossenheit habe ich nicht. Ja, ohne Chat geht das nicht. Boah, ich hätte gern ChatGPT als Chat. Willst du damit sagen, der wäre besser als dein Chat? Ja. Definitiv. Der hätte nicht plötzlich out of context 51. Geburtstag gesagt. Oha, den habe ich direkt niedergeschlagen. Das dreiste Aussage. Würdest du etwa was anderes behaupten? Spot on. Oh oh. Ja, aber auch. Oh oh. Ja. Okay. Wird sich doch nur bei den einschleimen. Vielleicht. Vielleicht habe ich aber auch ChatGPT noch nie benutzt, deswegen weiß ich nicht, wie es ist. So. Ja, gut. Dann bist du also noch nicht bekehrt. There's something you don't see. Ich werde es auch nie benutzen. Warte mal ab. Fertig mit der Ausbildung. Irgendwann musst du ChatGPT fragen, ob du aufs Klo gehen darfst. Genau. Dann wirst du es benutzen. Müssen. Hast du schon mal ChatGPT gefragt, in welche Aktien du investieren sollst? Ja, schon dreimal. Deswegen bin ich jetzt auch schon reich. Aber ich war auch schon wieder pleite. Also ist es im Prinzip wieder neutral. Weil du nicht gefragt hast, wie lange, sondern nur in welche. Warst du mal kurz steinreich und dann wieder pleite. Hilfe! Was war das denn gerade? Hä? Was fliegt denn da in dein Gesicht? Alter, ich glaube, diese Sterbeanimation vom Schleim war ein bisschen falsch skaliert. Sind wir jetzt hier im 3D-Kino? 3D-Kino, das war einfach falsch skaliert. Verbuggt war das. Oh. Noch ein Troll. Sharp eyes and keen ears. Das soll ein Troll sein? Das ist ein Troll. Das sieht doch eher aus wie ein. Wie heißt das? Ein Ent? Nee. Wenn man mal ranzoomt, das hat nichts viel Bäumiges. Ja, okay. Vom Weiten weg sah es ein bisschen ästig aus. Ein bisschen grün. Das ist doch auch kein Troll, das ist doch eher Swamp. So, nee? Swamp Thing. Ach, Eda, ey. Dauermüde einfach, der Junge. I'll take a look. Könnte ich sein. My life is a burden. Richtig. My life is a burden. Wir müssen einfach so eine Mod noch installieren. Ja! Und genau die Voice einfach einspielen. Ja. Genau. Aber so komplett kontextlos. Irgendwie so alle 30 Sekunden oder so. My life is a burden. Zu viel. Ja, okay, das ist zu viel. Immer wenn ein Gegner stirbt, my life is a burden. Korrumpierter Druide. Korrumpiert hat doch, da heißt doch, der hat Bestechung angenommen. Der Druide wurde halt bestochen. Oder abgestochen. Ja, nachdem ich jetzt mit ihm fertig bin, wurde er bestochen. Komplett durchlöchert. Dass du erstochen hast. Das auch. Wenn Bestechung zu weit geht, bist du zerstochen. Ah. Das wird immer schlimmer hier. Der Stecher. Ah, oh, was ist das denn heute? Das ist doch nicht normal. Das ist doch kein. Du Stecker, du! Stecker? In eine Steckdose sollte man nicht stecken. Stechen. Ich hätte dann Stecker wahrscheinlich geschrieben. And that's how it's done. Das ist fast geschrieben, ich hätte es wahrscheinlich geschrieben. Hier ist was los. Die Frage ist dann, was ist es für ein Stecker? Ist es ein Schokostecker oder ist es ein CE-Stecker? Was ist denn für ein Schokostecker? Ja, okay. Das versteht doch keiner. Ich kenne nur Schokolade. Ja, okay. Aber da steckst du doch nichts rein. Ein Schokostecker.
So werden die normalen Steckdosen bezeichnet. Na, du bist aber ein leckerer Schokostecker. Schokodose. Eine Schokodose? Oder Schokostecker, ich glaube, so heißen die. Alles klar. Yes. Rutscht sich auch erstmal nach, als ich das gehört habe. Fantastisch. Der Schokostecker. Das heißt, wenn ich einen Stecker in die Steckdose stecke, bin ich dann ein Schokostecher? Ach Gott. Dann habe ich ja was in die Schokodose gesteckt. Ich muss nochmal googeln, aber ich glaube es. Gott! Jetzt brauche ich was Süßes. Das war zu oft Schoko. Ist ja eklig. Gott. Vergebung. Oh wow, Feuer ausgelöst. I could go for some shut-eye about now. Ich will nicht mehr. Finish them. Ich habe eine Feuchtspore gefunden. Ah, nicht Schoko, Schuko. Ich hab mich versprochen. Ah, Schuko. Schuko. Ja gut, das ist ja was ganz anderes. Schuko-Stecker und Schuko-Steckdose. I'll take a peek. Das ist nämlich die Beschreibung dafür, dass man die unter Last einfach ein- und ausstecken kann. Und das ist die Abkürzung für Schutzkontakt oder was? Keine Ahnung. Ob das irgendeine Schuko-Stecker ist eine Steckvorrichtung, die bestimmungsgemäß unter elektrischer Spannung oder Last eingesteckt werden kann. Eine Voraussetzung für solche Steckvorrichtungen ist der voreilende Kontakt des Schutzleiters, was bei einem Schuko-Stecker erfüllt ist. Voreilender Schutzkontaktstecker? Ja. Da kommt das bestimmt her. Weil der voreilt. Ja, klingt. Macht mehr Sinn und klingt weniger aber lecker, ja, bestimmt. Ich wollte gerade sagen. Ist halt jetzt auch irgendwie langweilig. Aber. Ja. Okay, was habe ich hier? Da. Auf einem Pfeiler in dieser Nische wurde eine Reihe einfacher, aber klar verständlicher Picto. Okay, so schnell kann ich nicht lesen. I see where you're going with that. Ich kann das einfach lockpicken. Give me a real challenge. Ja. Give me a real challenge. Und ich sehe gerade, nur die Franzosen, Briten, Schweizer, Dänen und Italiener haben andere Steckverbindungen. Ja, muss immer Ausnahmen geben. Ja. Isn't this something? Das ist genauso wie mit dem geilen Fußsystem. Fußmeile und so. Ich weiß gerade nicht, wie das System heißt. Ach das so. Ist beschissen. Okay, du meinst Längeneinheiten. Ja. Und das beste Wort, das dir für Längeneinheiten einfällt, ist Fußsystem. Mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Ich habe dann noch Meile und so gesagt. Wie heißt denn das System? Na, ohne Namen. Also unser System heißt SI-System. SI-System? Ich dachte, das heißt das metrische System. Das auch. Aber die SI-Größen sind im metrischen System verankert. Oder andersrum? Das hängt zusammen. Was aber lustig ist, ist, überall... Gibt doch das Zollsystem, oder heißt das so? Überall, international, heißt es das IS-System. Weil ich glaube, das heißt sogar International System oder sowas. Aber nur wir Deutschen nennen es SI, weil wir uns an dem Französischen orientieren. System International oder so. Ah. Das ist komplett dumm. Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Aber ja, was du meinst, ist das metrische System. Ja,
Ist ja alles voll. Ich spiele Genshin auf dem Handy, wie cool. Zeit war für die Gottlosen wie ein Schleier. Okay. Alter, das kannst du doch überhaupt nicht lesen. Das ist eh gleich weg. Easy noch ein Animat. Boah, das sieht auf dem Handy vor allem voll cool aus. Echt? Ja. Ich fand das voll doof auf meinem Handy. Na gut, ich habe ein Handy, was für Gaming ausgelegt ist, warum auch immer. Ich habe ein Gaming, das fürs Handy ausgelegt ist. And that's how it's done. Nee, ich habe gar nichts, was irgendwo ausgelegt ist. Ich habe vielleicht einen Teppich ausgelegt, aber mein Handy kann nicht spielen. Ah, Datenpaket vorzeitig herunterladen. Geht sogar. Geht? Ja, 3 GB nochmal. Ist ja nicht so, als hätte ich gerade 20 GB runtergeladen. Jetzt lade ich nochmal 3 GB runter. Eine Brieftaube. Das ist schon irgendwie cool. Jetzt habe ich Lust, Cyclops eine Kurznachricht zu schicken, in der Hoffnung, dass ich ihre Brieftaube dann zurückgeschickt bekomme. Also andersrum, dass ich mir ihre Brieftaube schickt. Oscar. Keine Ahnung. Oscar. Schon irgendwie cool. Ich hätte auch gerne eine Brieftaube namens Oscar. Ist das so ein Typ, der die Taube dann hinter sich herzieht? Meinst du, Oscar ist eigentlich ein Oger, der die Brieftaube trägt? Genau. Macht natürlich viel mehr Sinn. Ja. Oh Gott, das Ding ist immun gegen Elektro und gegen Stich. Dann verbinde doch Elektro und Stich. Fast mein ganzes Team benutzt halt Stich. Das ist nicht so gut. Was ist das hier eigentlich Attacke, in der Mitte? Alter. Ich würde sagen, das sind 2 Leute. Ein Mann und eine Frau aus glänzendem Adragehauen gießen den Inhalt einer Vase zu ihren Füßen. Ja. Leute. Sieht man doch. Party Peoples, gehst jetzt ins Bett. Party Peoples. Jetzt sagt sie gute Nacht. Nee, ich glaube, die meinte die Statue mit Party Peoples. Ach so, ich dachte, das war jetzt so der Beginn einer Ansprache. So, hey, Party Peoples, hergehört, jetzt ist Feierabend. Kann auch sein, man weiß es nie, aber ich meine, ja, man weiß es nie. Die schreibt immer sehr fragmentiert. Die hat vorher schon 700 Mal geschrieben, dass sie ins Bett gehen muss. Also, ja, kann es auch gut passieren, dass sie einfach mal währenddessen irgendwann weg ist. Ready, Watcher. Alter, was machen diese Animaten? Wegen, falls sie einfach irgendwann mal nicht mehr schreibt. Alter. Ist sie halt verzögert eingeschlafen. Junge, was sind das für die Ecke im Schuss? Boah, die sind nervig, ey. Ich glaube. So abgehakt. Schreibe. Ja. Certainly. Hä? Lies doch mal ein ganzes Sätze, Lukas. Als ob ich so abgehakt schreibe. Kann man doch ein ganzes Sätze lesen. Ich kann aber nicht so abgehackt lesen. Oh, ich habe Adra gefunden. Ich glaube, ich muss bald mal zurück zum Raster. Phantom. Hey, okay, das geht voll, das kriege ich weg. Oh ja, das erste direkter Schuss. Ja, okay, ist zweiter auch weg. Easy. Es gibt 2 Arten von Menschen. Es gibt nämlich die eine Art von Mensch. Wenn sie dir was Wichtiges und Umfangreiches zu sagen haben, kriegst du einen ganzen großen Text. Und es gibt die Art von Menschen, bei denen kriegst du nicht einen großen Text, sondern 100 Nachrichten nacheinander. Warum hospitierst du denn in der Klasse? Das lernen. Cool. Ja, wer wirst du, Lukas? Du schreibst 700 Nachrichten. Nee, du schreibst ja gar nichts. Ach so. Ja, okay, dann gibt's noch die Fettfinger, hast recht. Die habe ich vergessen. Alter, ein Adra-Animat. Der sieht böse aus. Ich weiß noch gar nichts über den. Wie viele sind das? Wer zur Hölle hat hier Animaten beschwört? Da oben ist noch einer. Na ja, klar.
Okay. Attacke. This isn't working. This isn't working, höre ich da schon. Gegen was ist der immun? Ja, okay, gegen Umfallen ist er schon mal nicht immun, easy. 3 Stunden und eine Pause. Alter, der hat... Boah! Der hatte 33 Stichresistenz. Junge. Die haben ja eine übelste Resistenz. Weil aus einer, dass der Klasse eine Schulbegleitung beantragt hat, muss ich 2 Stunden und eine Pause zugucken. Du machst Schulbegleitung? Das heißt, du dackelst dann dem Kind in der Schule hinterher und guckst, dass er nicht verdroschen wird oder was? Weil er eine Brille trägt bestimmt? Nee. Aber Schulbegleitung? Klingt irgendwie komisch. Stell dir vor, du gehst zur Schule und hast die ganze Zeit so einen Erwachsenen, der dir hinterher dackelt, weil deine Mama gesagt hat, du brauchst eine Schulbegleitung. Ja, nicht die ganze Zeit, nur 2 Schulstunden und eine Pause. Ja, stimmt, nur 2 Schulstunden und eine Pause. Aber da wirst du doch verdroschen, sobald der Erwachsene weg ist. Ja. Ich habe davon auch noch nie was gehört, muss ich ehrlich sagen. Interessantes Konzept, würde ich sagen. Braucht irgendjemand Wahrnehmung? Ich habe hier eine Kette übrig. Kann ich die eigentlich auch verzaubern? Du brauchst Wahrnehmung. Nee, ich kann die vergleichen. Du hast vorhin beim Troll nicht gesehen, dass der eine Keule in der Hand hat, weil du keine Wahrnehmung 16 hattest. Ja gut, da wollte ich jetzt auch nicht so genau hingucken. Es war dem ja auch schon peinlich genug. Okay. Gott, ey. Das ist doch erstmal den ersten Schlag so viel Damage gemacht. Top-Film. Nice. Certainly. Boah, einen Topfhelm, ne? Das hat irgendwann mal einer getragen und dann dachte sich einer, ey, da gucken unter deinem Topfhelm die Haare hervor, ich schneid die mal ab. Und so ist der Topfschnitt entstanden. Wahrscheinlich. Ich sag's dir. Achso, du beurteilst das nur, ob er das braucht. Das heißt, du bist erstmal die Schulbegleitung, damit du beurteilen kannst, ob er eine braucht. Okay. What did I tell you? Na gut. Wie ist das so? Ist er gerade abgehauen? 2 Schulstunden und eine Pause. Aber erste, zweite Klasse. Ja. Ich überlege gerade, warum braucht man denn eine Schulbegleitung der ersten, zweiten Klasse? Aber was macht die? Liegt das wirklich an schulischen Sachen? Oder ist das eher an sozialen Kontakten oder sowas? Ich hätte jetzt gesagt, das ist eher wegen irgendwelchen sozialen Sachen, wenn er irgendwie große Probleme hat, sich in der Klasse einzugliedern oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kann er nicht mit Menschen, der kleine Jens. Jens Gustav. Adrian. Ich weiß ja nicht. SGB, was? Paragraph 35a SGB. Strafgesetzbuch? Mhm. Hä? Was ist das für ein Paragraph im Strafgesetzbuch? Haben wir uns jetzt strafbar gemacht? Was heißt denn das? Ist das... Das ist eine 8. Ja, ich wollte gerade fragen, ist das eine 8 oder ist es dann V3? Nein, es könnte ja auch sein, dass es irgendwie... V3. Fährst so 3. Ein... Nein, keine Ahnung. Nein, das ist so ein Motortyp. Ach so. Der V3 im Strafgesetzbuch. Vielleicht ist es auch Vers Nummer 3. Wenn, dann wär's eine Schutzklasse. Ach, eine Schutzklasse kann es auch sein. Es kann alles sein. Aber ich glaube, damit ist Part 8 einfach gedacht. Es könnte auch Viskosität sein. Der 8. Abschnitt von Paragraph 35. Ah, nee. A ist ja, doch schon Paragraph 35a, Abschnitt 8. Ja, okay, aber trotzdem, was steht denn da drin? Ja, das weiß er anscheinend auswendig, deswegen hat es uns den Paragraphen genannt, würde ich behaupten. Das war bestimmt komplett random. Oh, so. Nee, glaube ich nicht mal. Ich glaube, die weiß gar nicht, was da drin steht.
Das ist, wenn die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Es geht durch körperliche oder geistige Behinderung. Dann ist der Bezirk dafür zuständig. Ah. Oha. Ah. Aber das steht im Strafgesetzbuch? Aber da habe ich ehrlich gesagt echt noch nie was von gehört. Oder mitgekriegt. Ja gut, wir sind ja auch begabte Menschen. Wir haben natürlich dann auch ein begabtes Umfeld. Da kriegen wir sowas nicht mit. Begabtes Umfeld. Ja, das beschreibt relativ gut meine alte Schulklasse. Begabtes Umfeld. Sie waren stets bemüht. Ja, genau. So eine Art von Umfeld. Sozialgesetzbuch. Ach, das SGB ist gar nicht das Strafgesetzbuch. So, vergiss begabt. Das mit dem Begabt wieder, ja. Ich bin ganz begabt. Ja, deine Klassenkameraden waren begabt, du nicht. Was ist das dann? Sozialgesetzbuch? Hätte ich jetzt gesagt. Das sozioökumenische Gesetzbuch. Nee, ja, dann wäre auch ein anderer Buchstabe noch mit drin. Ja, ich war besonders. Die anderen waren begabt. Ja, genau, so beschreibt man das. Oha, du hörst laufendes Wasser und siehst einen kleinen Strom, der sich seinen Weg in den Berg bahnt. Ich untersuche den Strom. Direkt unter der Wasseroberfläche flackert und schwankt das seichte Flussbett, aber als du weiter in den Tunnel hineinsiehst, scheint es in die Dunkelheit zu verschwinden. Von hier aus kannst du unmöglich sagen, wie tief der Strom ist. Entlang der Tunnelwände aber spielt sich ein schwaches Licht. Das Echo rauschend Wasser lässt sich vom... Was? Ich fange nochmal an. Ja. Entlang der Tunnelwände aber spielt sich ein schwaches Licht. Das Echo rauschenden Wassers lässt dich vermuten, dass Tunnel und Strom noch viel weiter reichen. Aber will ich da rein warten? Ich warte mal da nicht rein. Ja, Pinkelpause. Zum Glück. Laufendes Wasser. Ja, oh, sie war noch da. Ich habe kurz gehofft, dass du vielleicht schon direkt losgestürmt bist. Be cautious. Be constant. Nee, das machst doch eigentlich nur du. Ja. Aber dann wäre es weniger peinlich gewesen. Wow, was war denn das für eine Cutscene? Ich habe jetzt hier sonst was erwartet. Ach so. Ja, natürlich trägst du den Laptop mit aufs Klo. Ja. Was immerhin auch sonst. Nimmst du's mit. Junge, ich kann deine Seele entgehen. Lesen. Will ich in die Seele reinlesen? Lieber nicht. Ah, das ist das zweite Relikt. Dann fehlt mir noch eins. Ja, okay, komm. Gucken wir uns die Seele mal an. Der Schleier einer... Oh, aua. Der Schleier einer Essenz verweilt über dem Körper, so schwach und unwillkürlich wie eine Staubfahne hinter einem galoppierenden Ross. Als du dich aber näherst, hörst du das Echo geflüsterter Anweisungen in deinen Ohren und die Erwartung wärmt dein Blut. In der Vision siehst du dieselbe Steinmaschine, der du dich noch vor wenigen Augenblicken genähert hast, aber mit anderem Blickwinkel und aus anderer Höhe, als ob du durch fremde Augen sehen würdest. Du hattest Gerüchte gehört, dass einige deiner Brüder vor Monaten hierher geschickt worden waren, und doch siehst du keinerlei Anzeichen, dass jemand hier war. Die Pflastersteine sind sogar mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Asche. Plötzlich weißt du, welchen Preis du zahlen musst, und du bist bereit. Die Befehle waren eindeutig. Die Wirkung der Maschine in Klärbahn Rilak ließ nach. Vor kurzem war unweit von Dirfurt ein Kind mit intakter Seele geboren worden. Die Maschine musste wieder aktiviert werden. Du und deine Gefährten nahmen ihre Positionen ein. Ihr tauscht letzte bestätigte Blicke aus. Sie kennen deinen Namen nicht und du nicht ihre, aber ihr wisst, dass ihr gemeinsam das Werk der Götter vollbringt. Alles andere ist gleichgültig. Zwei gemeißelte Steinringe in der Mitte der Maschine setzen sich knirschend in Bewegung. Sie rotieren in entgegengesetzte Richtungen, und während sie sich so frisch wie eingefettete Wagenräder drehen, nehmen sie Geschwindigkeit auf. Ein Wind kreicht durch die Höhle und wird gemeinsam mit den Steinringen schneller. Du presst dir wegen des Lärms die Hände auf die Ohren und beißt die Zähne zusammen. Als du gerade deine Augen schließen willst, bemerkst du neue Bewegungen. Um die Maschine herum öffnen sich mehrere Reihen dreieckiger Klappen, die wie Blütenblätter aussehen. Du weißt nicht, was in der Maschine vor sich geht, aber du spürst ein Prickeln in deinen Gliedmaßen. Stechender Schmerz durchdringt deinen Körper wie ein heißes Messer, das alles in dir durchtrennt.
All dieweil fühlt es sich so an, als würdest du auf die Maschine zufallen, während dein Magen an deinem Rückgrat zerdrückt wird. Was als nächstes passiert, ist zu schnell, um es wahrnehmen zu können. Kniend und nach Luft schnappend erwachst du aus der Vision. Du hältst deinen Kopf und fokussierst deine Augen langsam auf die Fliesen zwischen deinen Knien. Als du wieder zu Atem kommst, erinnerst du dich an die merkwürdige Szene außerhalb von Sealand Lees, als mehrere Gestalten in Umhängen inmitten eines heulenden Biowak fielen. Als du die Asche auf dem Höhlenboden betrachtest, wird dir klar, dass der bleierne Schlüssel das, was auch immer das ist, im ganzen Dirrwald getan hat. Das Tor des Todes. Okay, jetzt ist die Frage, wie mache ich das Ding wieder aus? Ich habe Steuern eingetrieben. Gute Mitteilung. Irgendwas mit Aether, was irgendwas im Aether summt und brummt durch deine Zähne. Okay. I shall be quiet as a calm sea, which is mach ich jetzt hier irgendwas? Hey, nee, das ist abgeschlossen durch das Tor des Todes. Jetzt habe ich nur noch der Einsiedler vom Hause Hadrid. Fahre die Vergangenheit der trauernden Mutter. Als ich die trauernde Mutter zum ersten Mal unterwegs traf, erfuhr ich einen Traum oder was ein Irrwahn an die Geburt eines Kindes. Not eines Bauers. Ja, ich habe mich um den Oger gekümmert. Ich muss nochmal zum verkohlten Fass. Ich weiß überhaupt nicht, wo Anna Mann fahrt. Ach nee, in Zwillingsulm. Okay, Zwillingsulm. Da kann ich nicht hin, weil die will bezahlt werden, bevor ich mit ihr reden kann. Hadrabogen im Wald. Rätrix Festung. Boah. Okay. Achso, Moment. Ja, jetzt können wir ja hier oben raus durch den Fluss. Einfach, oder? Oh, warte mal, da geht's auch noch lang, sehe ich gerade. Okay, Wegfindungs-KI ist überfordert. Die eine klippt da dumm rum, die anderen stehen vor der Wand. Mach wieder oben. Ach, ich weiß warum, weil hier ist eine Treppe dazwischen. Hey, wie bin ich denn hier rübergekommen? Über die Treppe? Du hast dich teleportiert. Wie kam ich denn hierher? Ach, ich bin... Ah, nee. Hä? Doch, hier kam ich rein und dann bin ich hier erst rumgegurkt und hab hier was vergessen und hier was vergessen und dann bin ich hier runter. Ja, okay, das heißt, wenn ich jetzt hier oben rauskomme, dann habe ich ja die Hälfte der Höhle verpasst. Warum würfel ich nur so Dreck? Ich tunnel mal durch den Warten. Du näherst dich dem Tunneleingang mit langsam spritzenden Schritten und hältst dich aufrecht, während die Strömung an deinen Beinen zerrt. Das kalte Wasser lässt sich nach Luft schnappen und als es dir über die Taille steigt, beginnst du um die Kontrolle deiner Atmung zu kämpfen. Das Flussbett verschwindet unter deinen Füßen und die Strömung reißt dich mit zunehmender Geschwindigkeit in den Tunnel hinein. Sollen wir einfach mitgehen? Komm, lass reisen. Die Strömung drückt sich immer schneller durch den Tunnel und zieht dich nach unten. Über deinem Kopf wird der Tunnel enger und die Tunneldecke fällt ab, was dir nur noch eine dünne Luftschicht zum Atmen lässt. Du nimmst einen letzten Atemzug, bevor du dich in die Strömung reißt. Die Finsternis wird hier und da von Lichtstrahlen durchbrochen, aber die Strömung ist jetzt schon so stark, dass du nicht mehr als ein Flackern erkennen kannst. Du behältst deine Hände vor dir und versuchst den gezackten, aus den Wänden herausragenden Felsen auszuweichen, die plötzlich in der Dunkelheit erscheinen. Vor dir siehst du ein Licht aufblitzen. Du näherst dich ihm schnell, aber es scheint sich um die Öffnung eines zweiten, kleineren Tunnels zu handeln. Du könntest ihn eventuell erreichen, aber deine Lungen haben zu Schmerzen begonnen. Ja, wenn ich mich jetzt hier festhalte, dann verdurste ich, dann ertrinke ich ja. Du rauschst an dem Nebentunnel vorbei und siehst vor dir eine Korkenzieherkurve. Was ist das denn? Du richtest deinen Körper gerade noch an der Strömung aus, um an der herabbrausenden Wand auszuweichen. Die Verdrehung deines Körpers quetscht den letzten Rest Luft aus dir. Und hinter dir verschwindet das letzte Licht. Du weißt nicht, ob es im Tunnel dunkler geworden ist oder ob du durch den Sauerstoffmangel das Bewusstsein verlierst. Wie auch immer, du kannst jedenfalls die Wände um dich herum nicht mehr erkennen. Du streckst deine Füße vor dir aus und hoffst auf das Beste. Dein Fuß schlägt gegen eine Felsennase, dein Arm schürft an einer anderen entlang. Vor Schmerz beißt du die Zähne zusammen. Aber es ist nicht so schlimm, wie du erwartet hattest. Entweder hat das kalte Wasser deine Haut betäubt, oder aber du bist langsamer geworden.
Deine Brust beginnt sich ruckartig zu bewegen. Das Wasser erstickt dich langsam. Du presst deine Kiefer aufeinander und ziehst deinen Hals so enger zusammen, aber schon bald werden die Reflexe deines Körpers übernehmen. Im Lichtschein erscheint plötzlich... Was? Ein Lichtschein erscheint plötzlich über dir. Da dich die Strömung nicht mehr darauf zutreibt, versuchst du mit Tritten, Stoß und Drehbewegungen nach oben zu kommen, aber die Wasseroberfläche scheint stets außer Reichweite zu sein. Dann, endlich, durchbricht dein Kopf die Wasseroberfläche. Hastig wirkst du Luft in deine schmerzenden Lungen und ziehst dich an den Rand des Beckens. Du kriechst aus dem Wasser und betrachtest die Höhle um dich herum, während du deine schmerzenden, unterkühlten Gliedmaßen massierst. Ich bin verdurstet, nicht ertrankt. So. Okay. Alle erstmal halb tot. Das war ein starkes Abenteuer. Es wird Zeit zu speichern, schleichen und Sumpflaura bekämpfen. Klar. Und ein Sumpfschleim. Okay, da haben wir ja ganz schön was vor uns jetzt. I have them. Uff, ey. Hey. Ist mal fast ersoffen. Das hätte ich nicht so stark erwartet. Muss ich zugeben. Spot on. Finish them. Dead on. Nice. Dieser komische Schleim. 22 Schadensreduktion und keine Ausnahmen. Krass. Sumpflaura? Was? Das ist nicht die Sumpflaura. Ah, spreche ich undeutlich? Certainly. Ja. Ich habe doch eine deutliche und klare Aussprache. Mein Hochdeutsch ist unmissverständlich. Echo. Die Wilden sammelten sich mit ihren Pfeilen, Schwertern und Speeren an den Toren und sehnten sich nach... Das kannst du überhaupt nicht so schnell lesen! Ah, ich glaube hier oben... Das heißt, wir sind jetzt hier rein... Haben ein übelstes Abenteuer, sind fast ersoffen und kamen hier raus. Klingt plausibel. Und ich wette, wenn ich jetzt hier oben lang gehe, komme ich einfach hier drüben raus. So, 2 Meter Fußweg, aber erstmal ertrunken. Normal. Das hat sich gelohnt, ja. Einfach für den Kick. Für den Adrenalinkick. Der Kick. Ja. Und jetzt weiß ich, was ich damit meine, das wollte machen. Ich spiele einfach das Kartenspiel von Genshin. Oh, stimmt. Da. Bisher habe ich immer die Zeit gefunden. Aber das kann ich ja mit der App perfekt machen. Geniale Beschwörung. Voll gut. Das ist einfach genial von mir. Die Beschwörung. Das ist richtig genial. Schießen die da hinten überhaupt noch? Alter, was verblubbert denn da? Die stirbt! Okay. Die sind stark, diese scheiß Gras. Sumpflaura. Ja, und wo komme ich raus? Genau hier, wo ich es gesagt habe. Hat sich richtig gelohnt, ey. Ja, jetzt bin ich hier oben. Hä? Wo kommt denn das her? Ein Peridot. Okay, na, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Dann will ich jetzt aber mal gucken, was stand jetzt hier? Gefesselt und vergraben hinzugefügt. Die Quest läuft in 2 Tagen ab. Was haben wir hier? Gefesselt und begraben. Einige abergläubische Leute in der Gegend um Wegesend sind einem Gerücht gefolgt, dass die Haare einer toten Jungfrau, die gefesselt und bei lebendigem Leide vergraben worden war, eine Hohlgeburt heilen könnte. Was? Das hat nicht nur zu grauenhaften Angriffen gegen junge Frauen geführt, sondern auch dazu, dass skrupellose Kaufleute begonnen haben, Haarsträhnen an jene zu verkaufen, die nicht selbst zu solchen Gräueltaten fähig sind.
Die örtlichen Tains von Wegesend haben Agenten beauftragt, das Problem an der Wurzel zu packen, was ihnen jedoch nicht gelungen ist. Wegesend, das musst du doch auch erstmal. Das ist so ein Wort, das musst du erstmal lesen, damit du es danach richtig lesen kannst. Wem lass man das machen? Das lass mal Arlott machen, anweisen. Komm, Arlott, kümmere dich drum. Mach. Ja, aber echt mal, wo willst du denn heutzutage noch eine Jungfrau herkriegen? Und dann auch noch eine mit Haaren. Genau. Rathering. So ein Wort ist das. Typisch. Weggesendet. Vielleicht wurden die auch weggesendet. Wegentsendet. Oh, zweckentfremdet. Weggesendet. Zweckentfremdet. Genau, die Tether Gang. Das ist das beste Wort einfach. Ey, wenn ich jemals Gelegenheit nochmal habe, in irgendeinem MMO oder so eine Gilde oder sowas zu eröffnen, ich würde mich einfach Tether Gang nennen. Oder Referring. Das müssen wir machen, ey. Die Tether Gang. Das ist es eigentlich. Ja gut, jetzt kann ich hier ja wieder rausgehen. Tether Gang. Ah, genial. Ja, ich hab Klee besiegt. Hä? Warum kämpfst du denn gegen die? Bring sie nicht zum Wein. Hast du nicht gelernt? Ich hab ihr danach noch ein Pet gegeben. Kleine Mädchen lässt man gewinnen. Vor dir liegt die Ruine einer Brücke. Aber es gab ein Achievement. Dass sie weint? Schäm dich. Ja. Der Großteil davon scheint von Jahrhunderten in den Fluss, vor Jahrhunderten in den Fluss gestürzt zu sein. Alles, was von ihr übrig ist, sind zwei zerklüftete Felsvorsprünge zu beiden Seiten des Wassers. Auf der anderen Seite siehst du ein bewaldetes Tal. Du bist eventuell in der Lage, über die Kluft rüber zu springen. Ja, okay. Die Kluft wird von Sagani überwunden. Sie verdreht sich schnell allerdings beim Landen einen Knöchel. Wie? Okay. Kein Problem, ich sag nix. Besser ist es. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Verdrehter Knöchel. Hier? Junge. Ja, Spiel verlassen. Wie oft bist denn du schon gehüpft? Bestimmt schon zweimal, oder? Wann hast du dir da das letzte Mal einen Knöchel verdreht? Be cautious. Beim Be Hüpfen. Beim Hüpfen? Sorry, beim Landen vom Hüpfen. Boah, jetzt wo ich so drüber nachdenke, bin ich richtig froh, dass wir gestern nicht in der Jumphalle waren. Weil keiner Lust hatte zu springen. Hätte ich gesagt, komm, wir machen das, dann hätte ich mir auch noch einen Knöchel verdreht beim Springen. Oh. Mein Handy sagt, es wurde festgestellt, es wurde ein hohes Risiko an Akkuverbrauch gemeldet. Das klingt aber nach meiner sportlichen Begabung. Ja, wow, man konnte über den Fluss gehen. Wir hätten auch einfach da oben reingehen können. Wir hätten die hier überhaupt nicht töten müssen. Kann mir das nicht das nächste Mal jemand vorher sagen? Es gab einen Hintereingang. Oh, Leute. Mensch. Chat bringt mich wieder zum Morden. War überhaupt nicht zum notwendig. Morden. Ich wollte einen Pazifisten-Run machen. Den wolltest du beim nächsten Mal machen. Du hast doch eh schon zu viel getötet. Schach. Schach. Ja, das ist Denksport. Ja, yeah, aber Schach kann ich auch nicht spielen. Mein Neffe spielt das und der hat tatsächlich mal zum letzten Geburtstag so ein richtig cooles Schachbrett bekommen. Das sah voll cool aus. Das war so aus Holz. Das sah so aus, als wäre das einfach aus so einem Stück Baum rausgeschnitzt. Das sah voll cool aus. Ja, ich hab richtig schön. Auch so richtig schöne hölzerne Figuren dazu. Richtig schick einfach. Einzige Schach, was ich mal gespielt habe, war im Urlaub an dem Strand mit so einem riesigen Schachfeld, wo so menschengroße Schachfiguren drauf waren.
Das haben wir auch das eine Mal. Oh, jetzt muss ich überlegen, wo war das? Oh, in Gotha, im Freibad, im Südbad, da gab es auch so ein Schachbrettspiel mit so. Die waren bestimmt halb so groß wie ich, die Figuren ungefähr. Das gibt's ja auch noch mit anderen. Zum Beispiel hier, Mensch, ärgere dich nicht. Ja. Das ist auch ganz geil mit so das riesen Figuren. Das ist schon cool. Ich überlege gerade, was wollte ich denn hier noch alles abgeben? Wenn du irgendwann mal keinen Bock mehr hast, wirst du dafür diesen Schaumstoffwürfel deinen Schüler gegen den Kopf. Auch nicht schlecht. Definitiv. Aber das ist kein Schaumstoff. Natürlich. Nicht die ich kenne. Schaumstoff mit Steinen versetzt. Nee. Bei dir Schaumstoff mit Beton gefüllt. Ja, genau. Bei dir war es Holz oder was? Nee, das war so. Ich glaube, so Plastikzeug. Ach so. Schadensreduktion gegen Brennen? Schadensreduktion gegen Brennen? Nee, komm, Intelligenz klingt gut. Das brauche ich. Ich hätte auch gerne so Gästezimmer, wo du einfach drin schläfst und hast plötzlich plus 2 Intelligenz. Was wird da wohl passieren in dem Gästezimmer? Keine Ahnung. Die schlafen. Dadurch kriegst du Intelligenz. Ja. Menschen oder glaubst du, die lesen zum Rasten? Oder spielen Schach? Nein, die spielen Schach. Die spielen Schach. Ja, natürlich. Die spielen Schach. Sonst wirst du doch nicht schlauer. Ich baue jetzt eine Kaserne. Oder einen Kerker. Oh, in Tarkov soll die Gruppensuche jetzt viel besser sein. Ne? Erstmal eine Kaserne. Du kannst mittlerweile auch... Nee, komm, ich baue erstmal den Kerker. Außerhalb von Runden in Gruppen gehen. Was? Du kannst außerhalb von Gruppen in Runden gehen. Runden in Gruppen gehen. Du kannst quasi... Ach im so, Hauptmenü schon eine Gruppe jetzt habe ich es gerade verstanden. Das hat gerade für mich im ersten Moment überhaupt keinen Sinn ergeben. Außerhalb von einer Runde in Gruppen gehen? Ich dachte, du hast gerade einfach nur die Worte umgedreht, aber ich habe gerade irgendwie den Sinn davon nicht verstanden. Spiel mehr Schach. Das hat mich gerade komplett verwirrt auf dem ersten Blick. Hä? Spiel mal lieber aber mehr Schach. Ich weiß, was du meinst. Das heißt, du kannst dich im Prinzip schon vorher zu einer Gruppe zusammenfinden und dann kannst und du jedes Mal zusammen reingehen. Dann musst du in der ja Gruppe. Perfekt. Dann musst du nicht jedes Mal. Ah, oh, das ist ein guter. Das ist viel. Das ist Quality of Life oder. Und das ist sehr entspannt. Noch besser wäre es, wenn du dir auch tatsächlich das angelegte Equipment der anderen noch vorher angucken kannst. Dass du zum Beispiel gucken kannst, ah, guck mal, du hast einen Shotgun dabei, ja, dann rüste ich mir jetzt ein Scharfschützengewehr aus oder sowas, was weiß ich. Hail, Traveler. Dass du irgendwie so Tabs hast im Charaktermenü, wo du dann irgendwie so das Equipment vor denen siehst, weißt du? Naja, du kannst ja dann quasi... Das wäre schon cool. Wenn die dann die Einladungen rausschicken, weil der Gruppenleader geht dann in eine Runde rein und dann gibt er dir quasi die Einladungen, während du noch im Hauptmenü bist. Und dann ziehst du auf welche Map und dann lädst du rein. Und dann siehst du ja, was der hat, aber kannst du auch wieder zurückgehen. Glaube ich. Muss mal gucken. Das möchte ich nicht vorlesen. Dieses Ding hat meine gesamte Herde verschlungen, aber ich wollte ihn tot sehen. Ich wollte seinen Kopf auf einen Spieß stecken. Du wirst kein Problem mehr mit dem Ogre bekommen. Und das ist alles, was zählt. Gering positiv, gering negativ, mäßig positiv. Ah, ich kann ihnen Geld geben, dann ist es mäßig positiv. Ja, Dark und Darker, stell dir vor, du setzt dich schön zusammen in der Kneipe an den Tisch, trinkst erstmal ein Bier zusammen. Und da siehst du auch schon, was die anderen angezogen haben. Und dann gehst du zusammen in den Dungeon. Voll gut. Jetzt stell dir vor, du würdest in Tarkov in der Lobby... Sitzen alle vier zusammen an einem Tisch, trinken Wodka. Wird nie passieren. Will ich dem? Ich gebe dem Choleriker keine 400 Silber. Ich gönne mir jetzt erstmal ein bisschen Schulstoff. Gering positiv. Das ist ja ekelhaft. Ey, das ist eigentlich eine gute Antwort. Ich wollte deinen Kopf auf einen Spieß stecken. Das ist ja ekelhaft. Ich glaube, das sage ich. Das ist ja ekelhaft. Genau wie meine Alte. Ich...
Ich sollte das Positive daran sehen. Der Oger ist weg und ich kann meine Herde wieder aufbauen. Die hier werden in 6 Monaten erwachsen und fortpflanzungsfähig sein. Andererseits hebt eins der Ferkel vom Boden hoch und untersucht es schnell. Dieser Kümmerling sieht immer noch zu klein aus. Der wird mir wohl kaum gute Nachkommen zeugen. Und den Rest meiner Herde mit ihm schwächen will ich genauso wenig. Warum nimmst du ihn nicht mit? Dann müsste ich einmal weniger stopfen. Gute Frage. Wow. Oh, oh, diese Gruppensuche. Mm, geil. Ich hab einfach... Ah, oh, wie hieß das Schwein nochmal? Das ist... Ah, wie hieß denn dieses Schwein aus dieser Serie da? Was? Welche Serie? Ich hab einfach ein Ferkel bekommen. Wie hieß denn dieses... Dieses... Es fällt mir nicht ein. Oh, es gab doch damals im Fernsehen ein Ferkel namens... Diese eine Serie da. Nicht Peppa Pig. Miss Piggy? Nee. Oh, ich müsste meine Mutter fragen. Ich glaube, die weiß das. Die hat das nämlich früher immer geguckt. Es gab doch nicht so viele Serien mit einem Schwein. Seit wann habe ich denn den Helm mit Hirschgeweih? Der gibt Athletik, Gewandtheit und Immunität gegen Bewegungsunfähigkeit. Hallo? Warum hat den keiner an? Ring der Selonan. Was gibt der nochmal? Athletik, Gewandtheit. Ja, die kann natürlich keinen Hut tragen. Tarkov einfach geil. Ja, ich geb's ihr, das passt ja eigentlich perfekt. Perfekt. Ach, ich mein doch nicht Winnie Pooh. Das war eine Serie oder ein Film? Entweder war es ein Film oder eine Serie. Aber das war so ein, wie heißt das? Live-Action. Also so Real-Dingens. Realistisch. Grafik, also Film-O-Dings. Hieß das Babe? Ein Schweinchen namens Babe? Oh, das könnte sein. Ah, das kann sein. Meine ich das? Ich müsste es googeln. Damit ich ein Bild sehe. Ein Schweinchen namens Babe, das kann sogar sein. Hey, warum kriege ich jetzt eine Steam-Beteiligung? Diplomacy is not an option, ist jetzt irgendwas. Auf Wunschliste, keine Ahnung. Ein doch, oh, die Rüsse. Schweinchen namens Babe. Ja, genau das. Genau das meine ich. Junge, das ist von 1995. Ein Kinderfilm. Genau mit diesem Hund auch. Was ist zur Hölle? Genau daran habe ich gedacht. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist ja ewig. Überleg mal, 1995, als der rauskam, da war ich noch klein. Was? Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Was denn? Wer denn? Wo denn? Warum? Oder weshalb? Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu Lady Web. Lady Web von Valentine. Lady Web. Das heißt, du kennst das aber. Gut. Bin ich nicht der Einzige. Das freut mich schon mal. Ich bin zu jung für sowas. Zwillingsulm. Hör mal, diese Jugend von heute. Ja. Ich gehe erstmal nach Farnheim. Warum? Was wollte ich in der Stadt? Ach, ich bin... Ich kann mich irgendwie nicht konzentrieren. Ich wollte... Ach ja, in die Taverne in Farnheim. Da wartet doch Lord Viren auf mich. Welchen
Bis zu welchem Alter gehört man eigentlich zur Jugend von heute? Hat das eine Altersbegrenzung? 18? Hat er gerade mit dem Schwein gespielt? Ich hab's gerade aus Versehen weggedrückt, weil ich zu spät gemerkt habe. Der Eder hat gerade einfach mit dem Schwein gespielt. Hilfe? Sollten dieses doofe Emote dahinter, hä? Okay. Ist das hier überhaupt der schwarze? Mit 65! Ändert sich das nicht Kanzler ein bisschen, Warren. Bis ich 65 bin, ist es wahrscheinlich 70. Ja, bis wir so weit sind, haben wir auch schon bionische Herzen. Da ist es schon 86. Ja, genau. Bionische Herzen. Da läuft dein Körper mit ChatGPT. Aber ja. Ich hätte jetzt mal gesagt, Jugend ist so, wenn du 18 erreichst, bist du erwachsen. Also 18. Also alles vor ja, 18, bist, besser gesagt. Du bist eigentlich voll strafmündig mit 18. Erwachsen richtig bist du ja eigentlich mit 21. Kommt drauf an, in welchem Land du bist. Ja, auch in Deutschland. Was? Oder nicht? Ja, aber ich würde mit 20 nicht mehr sagen, dass du zur Jugend gehörst. Jugend ist... Deswegen frage ich ja. Ich bin der Meinung, alles unter 18. Ja, obwohl, man muss es vielleicht auch von unten her ein bisschen einschränken. Sagen wir plus 10? Zwischen 10 und 18? Zwischen 12 und 18? Das ist aber auch so eine kleine Spanne. Ja, Amerika ist 21, das stimmt. Genau, Amerika ist aber auch ab 21 so gesetzlich, ne? Bei uns ist es gesetzlich ja ab 18, aber so rein, ich weiß nicht, wie man das sagt, eigentlich zählt man erst ab 21 als Erwachsen. Die Senioren im Seniorenzentrum brauchen aber nur mal laut schreien und kriegen schon Bluthochdruck und dann fängt die Nase an zu bluten, ohne dass sich überhaupt wer angefasst hat. Was? In Coburg? Habe ich ja noch nichts von gehört. Das Einzige, was in Coburg letztens passiert ist, ist, dass welche aus dem Gerichtssaal ausgebrochen sind. Ausgebrochen? Ja, der ist durch das Toilettenfenster raus. Ah, abgehauen. Ja. Oh Gott, ich habe auf Twitter neulich gelesen, da hat einer ein Foto geschickt von einer Google-Rezension von irgendeinem Landgericht in irgendeiner Stadt. Und da stand irgendwie so sowas drin wie, ja, war voll in Ordnung, die Richterin, ich hatte voll das Gefühl, dass es immer um mich ging, die waren alle auch voll nett zu mir, aber ich ziehe 2 Sterne ab, weil ich ins Gefängnis muss. Genau. Das war so komplett dumm geschrieben einfach. Wie so ein, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht beleidigend wirken, aber da hast du schon gemerkt, dass der Bildungsstand von dieser Rezension nicht besonders hoch war. Jetzt machen manche absichtlich. Aber das war so, ne? Voll lustig, ja. Aber 2 Sterne Abzug, weil ich ins Gefängnis muss. Und es gibt auch Rezensionen von Gefängnissen. Ja, also alles im Allen ganz gut, aber Zimmerservice war scheiße. Das Gebiet, genau, oder das Gebiet verlassen dürfen, ziehe ich einen Stern ab. Okay, Gespräch mit Kanzler Warren. Wir unterbrechen kurz für Warren? Eine Quest. Fürstin Toka. Ich hatte mich schon gefragt, wann Sie eintreffen würden. Ich bin mittlerweile Fürstin. Sie haben einen Brief gesandt. Nein, das habe ich nicht. Ich habe einen Brief erhalten von Ihnen. Hä? Der Kanzler stellt seinen Humpenbier ab und blickt dich verwundert an. Soweit ich weiß, hat sich an der Rechtmäßigkeit ihres Besitzes von Cat Noir nichts geändert. Cat Noir? Hä? Der Bote war fake, Alter. Du bemerkst, dass es im Verkult fast plötzlich verdächtig still geworden ist. Als du dich umdrehst, siehst du die letzten Gäste hastig durch die Tür verschwinden. Einen Augenblick später stapft eine Gruppe bewaffneter Männer und Frauen in die Taverne. Katsching! Arschloch kommt! Ich erinnere mich an ihn. Oh, weh. Ich weiß genau, wer jetzt kommt. Die junge Frau, die offensichtlich die Anführerin der bewaffneten Gruppe ist, nimmt mit einer Hand ihre Kutte ab, während die andere auf einer Pistole in ihrem Gürtel ruht. Du erkennst ihn sofort, Gathbins Hauptmann. Nun, da die Schafe von ihrer Weide geführt wurden, können wir unsere Geschäfte tätigen, so unangenehm sie auch sein mögen. Ich erinnere mich an dich. Du warst mit Fürst Gathbin im Palast. Und ich mich an dich. Ich muss gestehen, bei deinem Ruf hätte ich jemanden Größeres erwartet. Hä? Wie kann die denn jetzt jemand Größeres erwarten? Die hat mich doch schon gesehen. Die weiß doch schon längst, dass ich ein Orlaner bin. Hat die Alzheimer oder was? Was willst du?
Oh, ich denke, das weißt du. Fürst Gatwin hat deinen Tod angeordnet. Wirklich ein Jammer. Ich bewundere die Geschichten über dich, selbst wenn nur die Hälfte davon war es. Leider habe ich meine Befehle. Gatwin wird verlieren. Du solltest für mich arbeiten. Der Mann ist ein Schwein. Wenn auch ein adliges, wohlhabendes Schwein. Stünde ich erneut vor der Wahl, ich bezweifle, dass ich in seinem Dienst eintreten würde. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Und Fürst Gatwin ist ebenso gnadenlos, wie er arrogant ist. Er scheut vor nichts zurück, um Verräter zu bestrafen. Was könntest du mir anzubieten haben, damit ich ein solches Risiko eingehe? Ganz einfach. Ich hab die Burg, die er haben will. Reicht das nicht? Ich hab die Burg. Nein. Er will sie nur haben, aber ich hab sie. Was haben wir denn zur Auswahl? Ein besseres Leben? Ein Dienst eines ehrenhaften Fürsten? Sehr viel weniger Schmerzen? Greif mich an und ich lass dich leiden. 2500 KP, ganz altmodische Bestechung. Geh und tu so, als hätte diese Unterhaltung nicht stattgefunden. Also, jetzt kommt die Erleuchtung. Von 11 bis 14 ist Mann übrigens adoleszent, also jugendlich. Dann von 15 bis 18 gibt es die mittlere Phase und von 18 bis 21 die Spätadoleszent. Das ist rein theoretisch genau definiert. Rein theoretisch? Okay. Das heißt, ab 21 ist man erwachsen. Nein. Ja. Aber ab 11 bis 21 bist du jugendlich. Ja. War ich doch mit 12 bis 18 gar nicht schlecht? Ich hätte halt die Spätadoleszenz nicht mehr mit reingezählt. Ja. 11 bis 21 also. Na gut, dann bin ich ja auch noch fast die Jugend von heute. Also ich würde sagen, ein besseres Leben im Dienst eines ehrenhaften Fürsten. Ich habe solche Geschichten über dich gehört. Sie können doch nicht alle wahr sein, oder? Das kann doch nicht alles wahr sein. Geschichten deiner Wohltätigkeit, deiner Güte. Aber ich sehe auch Stärke in dir. Aber reicht das aus, um Fürst Gatwin zu besiegen? Na, das Risiko ist mir zu hoch. Dennoch, ich glaube, ich kann Gatwin sagen, dass du den Köder nicht gestückt hast und niemals hier aufgetaucht bist. Heute muss doch niemand sterben, oder? Eines solltest du wissen. Schon bald kommt der Tag, an dem du dich Gatwin stellen musst. Ich habe so lange überlebt, weil ich immer weiß, auf wessen Seite ich mich schlagen muss. Wenn du dich auf dem Schlachtfeld beweist, wer weiß. Nee, du hast doch trotzdem nicht mehr das Jugendstrafrecht, oder? Bis 21, 18 bis 21 ist doch nicht mehr Jugendstrafrecht. Bist zwar noch ich glaube, aber das, das Jugendstrafrecht. Doch? Boah, ich glaube, das ist ein bisschen abhängig von Fall zu Fall unterschiedlich. Genau, das ist beides möglich, beides ja. Möglich. Echt? Okay. Ich glaube, das liegt dann so ein bisschen in der Messen des Richters festzulegen, ob das noch dazu zählt oder nicht. Ja, das hängt wahrscheinlich davon ab, wie du was gemacht hast. Ja. Kann auch sein. Was du gemacht hast und was du für ein Mensch bist. Ja, vielleicht wie kriegst du aussiehst. Du Jugendstrafrecht, wenn du. Ja, hast noch keinen Haar im Sack, kriegst du Jugendstrafrecht. Genau. Wenn du aber schon einen Vollbart hast. Hast noch keinen Bart, kriegst du auch Jugendstrafrecht. So ist es halt. Nun, das war unerwartet. Aber nun ergeben die seltsamen Berichte, die ich vom Griff erhalten habe, etwas mehr Sinn. Sprechen Sie weiter. Heranwachsende. In dieser Altersgruppe kann man entweder das Jugendstrafrecht oder schon das Erwachsenenstrafrecht Anwendung finden. Ja. Okay. Graf Bademar hat entschieden, die Aktivitäten von Fürst Gatwin im Auge zu behalten. Gatwin hat in letzter Zeit viele Männer angeheuert. Wir wissen jedoch nicht, zu welchem Zweck. Ich würde Ihnen raten, auf Ketnur zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Möglicherweise will er Spione oder Saboteure in ihre Festung einschleusen. Seien Sie auf der Hut, Tucker. Ich glaube nicht, dass Fürst Gatwin so einfach aufgibt. Ich betreue gerade einen 16-jährigen pädophilen Sexualstraftäter. Wie kann man denn mit 16 schon so einen Titel haben, der in der U-Haft sitzt, aber vermutlich freikommt, weil er sich sonst nichts zu Schulden hat kommen lassen? Warum muss man denn noch zusätzlich was verbrochen haben, um für eine Straftat bestraft zu werden? Weil er 16 ist. Gott! Das Hallo! Das Jugendstrafrecht greift da noch, egal was er macht. Ich kann es gerade nicht verdecken, aber nein, das hat nichts damit zu tun. Pullover sind schick. Wer sowas trägt, kann nur ein aber guter Mann sein, fuck? Von edlem Geblüt. Mit 16 Jahren. Ja, da ist das Leben eigentlich also schon, ich will es nicht sagen was gelaufen, war? Aber vordiktiert, was aus dem Junge wird, ist glaube ich, wenig Überraschung. Der ist in Haft 16 geworden.
Was ist mit dem? Haft. Hä? Stark. Also nicht stark, das ist erschreckend. Der muss ja irgendwie so erzogen worden sein. Ah ja, klar. Eine Mischung aus... Nicht therapierbar. Oh Gott, das kommt noch dazu. Eine Mischung aus schlechte Eltern, schlechtes soziales Umfeld und schlechte Erziehung. Ja. Der wurde dazu erzogen. Ja, ist jetzt nicht so, dass er dazu erzogen wurde, aber ich sag mal, vielleicht hat die mangelnde Erziehung da reingespielt, dass es dazu gekommen ist. Stimmt. Das ist schon schwierig. Klingt echt kompliziert. Ja. Ach so, ich wollte zu Lady Web. Oh Gott, Leute, ihr müsst mir auch mal ein bisschen beistehen. Wo waren die nochmal? Hier um die Ecke. Da muss ich rein. In eine Richtung wollte er sein Handy an. Ich würde auch am Ende, dass sie nur noch den Absatz fertig schreibt und ihn dann sein Handy holt. Und dann? Kannst du die Geschichte nicht in einem Ruck schreiben? Das spannt einen ja voll auf die Folter. Während dem Schreiben hat sie sich eine Tasse Tee eingegossen. Er hat sie dann mit der Kanne verprügelt. Oh. Autsch. Weil sie fertig schreiben sollte, aber sich die Dreistigkeit herausgenommen hat, nochmal einen Tee einzugießen. Oh, schwierig. Krass, dass man so einfach schon mit 16 sein kann, ist schon erschreckend. How fair is your search? Okay. Gut, ich würde sagen, ich berichte noch Lady Web und dann mache ich für heute aber auch Schluss. Well, let's hear it. Der bleierne Schlüssel manipuliert eine Gruppe engbitanischer Maschinen, die im ganzen Land verstreut sind, und das scheint die Hohlgeburten zu verursachen. I had feared they might be involved in Widewind's legacy. It seemed too extreme even for them. How naive I've been. Die arme Betreuerin. The Leaden Keys conspiracy is clear now. They have used Engriffen technology to engineer Widewind's legacy, so. And they want people to blame Animancy for it. Weich. As we speak, the Duke is holding hearings in the palace. He is listening to arguments for and against Animancy. When they finish, he is expected to decide whether to outlaw it. It seems the Leaden Key has been pushing Deerwood down this path for some time. I, for one, would enjoy seeing their little scheme fouled up at the last moment. Our Duke must hear what you have to say. Unfortunately, the hearings are closed to the public, which makes the Duke inaccessible until they are completed. However, certain groups have been invited to attend. You might get in with one of them if you aren't above a little pandering. There are delegations from the Knights of the Crucible, the Dozens, and from House Dominel. If you can gain the support of one of those groups, that may be your best way in. See what you can arrange. Ich habe mich bei den Dömelins schon verkackt und ich hab's auch bei den Dutzenden verkackt. Das heißt, meine einzige Chance sind die Schmelztiegelritter. Mit denen stehe ich gut. Da bin ich sogar Ehrenritter. Vielleicht nehmen die mich mit. What of them? Das ist eigentlich bei jedem verkackt. Das nimmt hier fast Westland-Ausmaße. Aber nein, noch lange nicht. Ich verkack's nur bei wenigen noch lange in diesem nicht. Spiel. Ich bin sehr wohltätig und sehr gnädig und sehr nett. Ja, das ist das ich Problem. Ich habe wenig Feinde in diesem Spiel. Bei Wasteland ist das aber auch komplett komisch.
du, weißt du, du verhandelst da mit einem Roboter und sagst, okay, sehr gut, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Der Roboter versorgt jetzt den Menschen und dafür kriegt er ein bisschen Therium ab. Dann gehst du zu dem Menschen und der flippt völlig aus. Warum hast du denn den Roboter im Leben gehabt? Jetzt werde ich sterben, jetzt werde ich geknechtet. Das kannst du teilweise gar nicht vorhersehen in Wasteland, was da für Konsequenzen rauskommen. Das macht einen immer voll kaputt. Der Roboter hat einfach angelügt. Roboter lügen nicht, vor allem nicht so sympathische, pinganbetende Nullstacks. Genau. Merkst du das Problem? Zurück zum Thema. Mich an. Würden Sie nicht einen Gast der Dunrichstraße in die Anhörung lassen? Wer ist denn die Dunrichstraße? We would only do that as a last resort. Walking in with one of the three invited groups puts you in a position of influence. Ja, okay. It would be best. Ist okay. Ich hab Schmelztiegelritter an meiner Seite. Okay, das heißt, wir müssen zur Burg in Urfeuer und mit denen reden. Ich weiß nicht, was du hast. Ich greife kaum Leute an. Ich muss auch mal was gestehen. Ach so, muss auch mal was gestehen. Ich habe erst gelesen, musst auch mal was gestehen und dachte, ich soll erst mal was gestehen. Okay, Diplom-Gnom. Willkommen in der Runde der anonymen Gesteher. Öffne dich. Anonymen Gesteher. Ich werde angegriffen. Von Gestehern? Rimworld und du verstehst nicht, was sie von mir wollen? Du, da bist du genau beim Richtigen. Rimworld ist mein Ding. Wo hapert's? Was verstehst du nicht? Da fehlen leider ein bisschen mehr Informationen. Da muss ein bisschen mehr Info her. Ja. Oh, Rimworld. Ich muss nebenbei mal die Attentäter weghauen. Du meinst prinzipiell, so vom Gesamtspiel, blickst du nicht so ganz, wie du spielen sollst. Oder hast du eine konkrete Situation, die dich verwirrt? Einfach alles angreifen, was du findest, ist immer gut. Der Punkt ist, an sich hat das Spiel zwar ein Ziel, aber... Jetzt habe ich den Brief einfach weggesteckt. Sag doch einfach, was aber, das Ziel ist. Also das Ziel vom Spiel ist eigentlich, von dem Planeten wieder runterzukommen. Und um den Planeten wieder zu verlassen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist so eine Art von Spiel, bei dem es nicht zwangsweise darauf ankommt, das Ende zu erreichen, sondern das ist so eine Art von Spiel, bei dem der Weg zum Ziel das ist, was du eigentlich haben willst. Also dieses... Ja, dieses Überleben und Aufbauen und weiterforschen und sich besser ausrüsten und diese ganzen, sag ich mal, Geschichten und Events, die da die ganze Zeit passieren, das ist, was das Spiel ausmacht. Das Ende erreichen habe ich erst nur einmal gemacht und das auch nur, weil ich mal gucken wollte, wie es dann aussieht. Also das ist eigentlich nichts, was man wirklich anstrebt. Das ist wie in Minecraft. Du spielst ja Minecraft auch nicht, um den Enderdrache zu besiegen. Aber trotzdem hat es ein Ziel. Nämlich der Enderdrache. So ungefähr kannst du das verstehen. Aber spielen tut man das halt eigentlich um dieses Colony-Management. Größer werden, weiter forschen, besseres Equipment und halt, wie gesagt, diese Events, diese... Das ist halt ein ziemlich gutes Spiel, um eine Geschichte zu schreiben, ja? Also wenn du dir von Anfang an so eine Art, so eine kleine Story ausdenkst, was weiß ich, du willst einen eingeborenen Stamm spielen, der kurz vorm Verhungern war und... jetzt ein neues Leben anfängt und dann so diese Geschichte, die sich entwickelt dadurch, was dir das Spiel so alles entgegenwirft, das ist der Kern des Spiels. So würde ich das beschreiben. Würdest du was anderes dazu sagen wollen, Louis? Ich wollte eigentlich am Anfang was anderes sagen, aber ich hab's vergessen. Sehr gut. Wenn ich jetzt irgendeinen Quatsch labe, lass ich's einfach sein. Quatsch, es gibt doch keinen Quatsch. genau so ist es richtig, Seacrops. 264 Stunden und noch nicht einmal das Spiel beendet. Genau, ja. Das ist es. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich habe auch fast 460 Stunden oder sowas drin, aber mal. Nee, ich habe sogar 512 Stunden. Aber erst einmal nur beendet, weil ich halt mal dachte, guckst du dir mal an, was da passiert. Erzähl du es. Das Ende ist aber auch sauschwer, wenn du da hinkommen willst. Ja, das Ende zu erreichen ist A, recht zeitintensiv und B, gar nicht mal so einfach.
Da kommen übelst die Massen an. Es kommt halt drauf an, wie du es machst. Also entweder baust du dir ja selber ein Schiff und kommst damit, fliegst damit los, dann ist es eigentlich okay. Also wenn du dich richtig einmauerst, sag ich mal, kommt man da eigentlich schon gut weg. Oder du reist halt zu dieser KI, zu Charlie oder wie der hieß, und fliegst da weg. Aber das Schiff musst du erstmal booten und das wird dann angegriffen und das war voll schwer. Aber wenn du zum Beispiel DLC hast, wie bei Royalty, habe ich gerade gemerkt, dass du noch eine Extract-Option hast. Du kannst dich nämlich so beliebt mit diesem Königreich machen, dass die dich nach Hause exportieren. Da hast du über diese DLCs teilweise Möglichkeiten. Auch. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei anderen auch noch gibt. Ja, das aber Grundspiel jetzt, reicht aber auch. Ganz ehrlich, das ist. Ich habe aber nicht das neue DLC, nee. Biotech oder wie das hieß. Nee, ich habe nur Royalty. Ja, Biotech und Ideologically. Genau, nee, ich habe nur Royalty. Aber das Spiel ist so gut modbar, du musst mal den. Also erst nachdem du. Ja, ich habe auch zwei Mods, aber egal, die sind nicht unbedingt spielenswert. Aber du musst dir mal den Workshop durchstöbern, nachdem du das schon ein bisschen gespielt hast, weil da gibt's so viele Sachen, da gibt's so viele coole Mods, da kannst du so viel verändern. Das reicht von einfachen Quality of Life Improvements, die dir ein paar Sachen vereinfachen, bis hin zu komplett anderes Spielgefühl. Also da gibt's echt viel. Ohne manche Mods möchte ich auch nicht mehr spielen. Ja, es gibt manche Mods, wenn du die einmal drin hast, willst du die nicht mehr weghaben. Zum Beispiel Prepare Carefully. Wenn du einmal eine Welt gestartet hast mit Prepare Carefully, willst du nicht mehr ohne starten. Das ist einfach ein Luxus. Ja. Aber ja, ich habe zwei Mods selber geschrieben für das Spiel. Die eine Mod kannst du im Prinzip ignorieren, weil es gibt ja diese Animal Expanded Mods, da ist mittlerweile die Hunderasse, die ich da reingemacht habe, auch drin. Und die andere Mod, die ich gemacht habe, war eine Mate-Mod. Da gibt es dann eine Pflanze und einen Tee und ein Getränk, was das hinzufügt. Ja, das, und ich glaube, das habe ich bisher strong. Noch nicht irgendwo anders im Workshop gesehen. Nee, aber gerade dieser Tee kann dir am Anfang teilweise echt den Arsch retten. Der gibt nur einen kleinen Boost auf Krankheitsheilung. Aber wenn du am Anfang gegen eine Krankheit nichts hast, dann stirbt halt mal eben einer. Und so ein Tee kann dann schon mal viel ausmachen. Der ist auch echt gut gebalanced, der Mod, finde ich. Hä? Ich weiß nicht, was du hast. Ich bin doch nicht gehypt vor dem Spiel. Das ist okay. Es ist ein ganz nettes Spiel. Ich meine, man kann es ab und zu mal spielen. Ich würde sagen, ich spiele es auch zu selten, um mir noch die anderen DLCs zu kaufen. Ich würde es gerne noch häufiger spielen. 18 und 24 Euro für die zwei anderen DLCs. Ne? Ich würde die gern spielen, wirklich. Aber es ist mir trotzdem einfach ein bisschen zu viel für das Game. Das Einzige, was mich bei Royalty so ein bisschen nervt, ist, dass du wenn du Titel erlangt hast, diese Königstitel, dann hat dein Charakter das Verlangen oder du hast die Pflicht, gewisse Bedingungen zu erfüllen, weil ohne die Bedingungen wird der Typ, der den Titel hat, total unglücklich. Das finde ich ein bisschen doof. Das passt halt nicht zu der Lore von dem Playstyle, den ich mir ausgedacht habe, weißt du? Dann musst du plötzlich voll den krassen Thronsaal bauen. Weil sonst ist dein Typ einfach unglücklich und kriegt die ganze Zeit Mental Breakdowns. Und das hat mich so ein bisschen genervt. Weil ich wollte das so ein bisschen lockerer bauen und entspannter bauen. Und dann musst du einfach erstmal ein übelst krasses Schlafzimmer bauen, damit er nicht Mental Breakdown kriegt. Ich würde die auch gern geschenkt bekommen, die Mods. Nicht die Mods, die DLCs. Boah. Das Neue interessiert mich. Also Ideology, weiß ich nicht. Das hat mich irgendwie nicht angesprochen. Weiß gar nicht, was bringt das nochmal mit sich? Aber Biotech hätte ich gern. Biotech klingt cool. Was bringt denn das? Ja, dann hast du irgendwie so Sekten und Religionen und Glauben und sowas mit drin. Das war das, glaube ich, so ein bisschen. Ja, das ist ja im Prinzip ähnlich wie Royalty. Ich kann jederzeit aufhören. 12.356 Spielzeitstunden. Ja. Ich finde auch über diese Rezension ganz lustig, wo einfach nur steht, ja, ist ganz okay. Und dann siehst du Spielzeit 2773 Stunden. Ist ganz okay. Ja, ist ganz okay. Ist ganz okay. Biotech ist, glaube ich, bis jetzt auch wirklich das Beste, aber es ist auch das Teuerste. Ja, ich glaube, da ist auch am meisten dazugekommen.
Und das sieht auch echt cool aus, was da so alles drin ist. Aber das ist halt fast der Preis vom Grundspiel. Und seit wann kostet das 31,99? Ist das teurer geworden? Ich dachte, ich gesagt, das soll günstiger war das werden. Rimworld? Ich habe gerade überlegt, bei irgendeinem Spiel gab es doch jetzt das neulich die Rimworld. Meldung, dass das günstiger wird. Das war Rimworld, wo du gesagt hast. Ja, ne? Weil das da war haben wir doch darüber Rimworld. Geredet mit den DLCs und alles und mit den hier, wie heißt's, Rabattaktionen. Da hast du darüber geredet. Was hast du denn für Leute? Ein Pyromane und ein Kannibale? Am besten noch ein Kannibale, der irgendwie diesen einen Trait hat, der die ganze Zeit Streit sucht. Und dann in eine Blutdurst verfällt. Und dann gleich nochmal ranbeißt. Deswegen prepare carefully. Dann brauchst du keinen Pyromane. Ich könnte so überhaupt nicht spielen mit Leuten, die so schlimme Startsachen haben. Man ist irgendwann so verwöhnt. Wenn du einmal so nahezu perfekte Startcharaktere hast, willst du halt keinen bewusstlosen Banditen mehr aufnehmen, weil die sind dann verglichen mit deinen Startcharakteren völlig Loser. Ja. Und dann denkst du immer, warum soll ich denn so einen Müllcharakter nehmen? Aber auf der anderen Seite, wenn du halt immer nur mit deinen 4 Charakteren, die du dir am Anfang erstellt hast, bleibst, hast du halt irgendwann ziemliche Probleme, dich zu verteidigen. Weil die Angriffe trotzdem immer schwerer werden. Ja, du brauchst halt unglaublich starke. Ja. Misogyn, der ist wenigstens keine Frauen. Immerhin. Immerhin. Besser als nichts. Schmecken ihm nicht. Können wenigstens die sich sicher fühlen. Die fühlen sich bestimmt ganz sicher. Hey, wo kommt denn das jetzt her? Hä? Ich verstehe gerade den Kontext nicht so ganz. Warum schießt sie jetzt wieder gegen uns? Das macht ja am meisten Spaß, aber warum? Fies. Immerhin wollen wir mehr von dir anscheinend. Denk, der Steam Elements. Warte, was? Ach so. Ich dachte gerade schon, du wolltest jetzt darauf hinaus, dass wir beide mehr von ihr wollen. Jetzt übertreib mal nicht. Aber wenn ihr mehr von mir wollt, ja, mich gibt es auch auf Twitter. Oder als Kurator auf Steam. Allerdings sind die Kurator-Beschreibungsteste, Texte, die man für die Spiele schreiben kann, immer auf eine ziemlich kleine Zeichenmenge begrenzt. Das heißt, ich kann da nie so schön beschreiben, wie ich es gerne hätte, sondern bin immer nur auf so einen kurzen Text angewiesen. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Ich hab's immer nur 2 Zeilen. Ja, du hast irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 120 Zeichen oder sowas. Und jetzt beschreibt man ein Spiel wie RimWorld in 120 Zeichen. Das ist immer voll schade. Das heißt, da kannst du im Prinzip immer nur so ein kurzes, ja, ist okay. Mhm. Gutes Gameplay, kauft's euch. Mehr kannst du halt nicht schreiben. Genau. Das sind die Kuratortexte. Leider. Ein Uwu-Moment. Du bist auch so ein Uwu. Gut. Jetzt würde ich aber mal mich verabschieden. Ich würde gerne ins Bett. Ich bin nämlich echt müde. Ich war schon den ganzen Tag schon müde. Ich bin stolz, dass ich noch so lange durchgehalten habe. Ich hatte schon Angst, dass ich ein bisschen früher Schluss mache. An dieser Stelle danke, dass ihr beide da wart. Ihr habt diesen Abend zu einem schöneren Abend gemacht. Es war mir eine Freude. Wir sind zwar weitergekommen in Pillars of Eternity, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht wirklich was mitgekriegt habe. Ich war irgendwie nicht so ganz geistig anwesend in dem Spiel. Aber war aber auch viel war trotzdem los in Chat heute. Ja, hat Spaß gemacht. Also. War trotzdem schön. Wir haben sehr viele perverse Sachen gesehen. Da hat jemand seinen Speer abgeleckt und uns den Tropfen gezeigt. Da hat ein Oger seine Keule fest an sich rangezogen. Also da war heute viel dabei. Ganz viel dabei. In diesem Sinne kann ich nur sagen, gute Nacht, schlaf gut, wir sehen uns Mittwoch wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jo. Tschüss, Leute.